Kinder, ich glaube, die Party steht. Ich habe die letzten gerade angerufen und die kommen auf jeden Fall auch zu unserer Party. Das wird toll. Ich freue mich auch schon so. Können wir dann auch schon anfangen zu dekorieren, Mama? Ich muss mit Papa auf jeden Fall noch kurz einkaufen fahren, aber ihr könnt in der Zeit auf jeden Fall auch schon anfangen zu dekorieren. Tobt euch ruhig aus. Macht's ein bisschen gruselig hier. Passt doch zu Halloween. Du und Emma, ihr könnt ja schon mal zu zweit anfangen. Ob Julian mithilft, weiß ich nicht. Wo steckt der eigentlich? Mama und Papa sind weg und ich habe schon eine total gute Idee. Was machen wir denn? Guck mal, Emma, dieser Riesenkürbis. Oh, der ist total schwer. Nicht schon wieder Kürbisse. Ich mag die nicht, die Teile. Oh Mann, Hannah, muss der unbedingt auf unserer Party sein? Ich mag den nicht. Der macht mir Angst. Aber Mama hat doch gesagt, wir sollen gruselig dekorieren und wir haben noch mehr Kürbisse. Also wenn das so ist und da auch noch so viele Halloween-Kürbisse sind, dann ziehe ich mir lieber mein Monsterkostüm an. Dann erschrecke ich die nämlich. Die können mir gar nichts. Das blöde Gemüse. Wo ist Emma denn jetzt? Wir können auch noch mit Schleim dekorieren. Ich habe jede Menge grünen Schleim. Boah, das sieht richtig toll aus bei uns. Aber Emma ist immer noch nicht wieder da. Und wann wollen Mama und Papa wiederkommen? Ob die wohl Hotdogs kaufen oder Burger oder Pommes? Och, Emma, ich erschrecke mich schon lange nicht mehr vor dir. Und du hast mir nicht geholfen. Ich habe jetzt alles alleine gemacht. Oh, das sieht super aus hier. Tolle Deko, Hannah. Habt ihr echt super gemacht. Du auch, Emma. Und Emma hat sich auch schon in ihr Kostüm geschmissen. Sieht echt klasse aus. Ich bin begeistert. Dann kann die Party ja starten, Hannah. Wir müssen uns nur noch umziehen. Oh, Martin, oh, ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Das Kostüm ist so gruselig. Also irgendwie sehe ich noch total harmlos aus. Aber ich denke, das wird sich lösen lassen. Mit ein bisschen Ketchup. Na, wenn das nicht gruselig ist, jetzt bin ich eine Horrorkönigin. Hannah, bist du soweit? Brauchst du auch noch Ketchup? Ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen Ketchup. Ich mag zwar das Kleid eigentlich so, aber es sieht nicht gruselig aus. Das ist eher was für Karneval. Mama, jetzt sehe ich erstmal, du hast ja total übertrieben mit dem Ketchup. Du hast das ja sogar überall im Gesicht. Echt? Findest du? Und Emma? Wie sehen wir aus? Gefallen wir dir? Und Julian ist übrigens auch da, aber der kann wegen seiner Maske überhaupt nicht reden. Ach, darüber bin ich ja ein bisschen froh. Dann kann Julian auch nicht so viel Quatsch erzählen. Stimmt, Julian? Einfach nicken. Ich finde eure Kostüme richtig cool, aber meins ist immer noch das gruseligste von allen. Ich bin eine Taschengeldmumie. Na dann kann die Party losgehen, oder Leute? Los geht's! Du siehst auch cool aus, Pia. Gefällt mir. Hannah, du siehst total abgefahren aus. Cooles Kleid. Und Dave, der kann irgendwie heute nicht reden. Das liegt bestimmt an seiner Maske. Genau, Julian hat auch so eine Maske. Da kann man wohl überhaupt nicht drunter sprechen oder wir verstehen überhaupt nicht, was die sagen. Du kannst ja einfach nicken, wenn du uns verstehst, Dave. Oh, Julian, dieses Kostüm ist total unpraktisch. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich kann kaum reden. Und es ist mega heiß hier. Wir hätten auf jeden Fall ein anderes Kostüm nehmen sollen. Hey, Clara, cooles Kostüm. Gehst du als Marshmallow? Nein, ich bin ein Geist. Ach so. Und wie findest du unsere Party? Fände ich richtig toll. Und danke, dass du mich eingeladen hast, Emma. Gerne. Oh Mann, der Mann da ist als Feuerwehrmann verkleidet. Das findet Papa bestimmt nicht lustig. Und das ist doch gar nicht gruselig. Nein. Clara, pass auf, die Treppe, die ist rutschig. Hier liegt überall Schleim. Das ist ganz glitschig. Ich kann gar nicht gut auf den Boden gucken. Hallo, Sie. Also, ich bin Draculena. Und das Taschengeldmonster hat mich eingeladen. Und wer sind Sie? Ach, da bist du ja, Taschengeldmonster. Ich habe gerade von dir geredet. Hallo, Draculena. Hi. Schön, dass du da bist. Das ist meine Mama, Claudia. Die Gruselkönigin ist die Mutter vom Taschengeldmonster? Ich dachte immer, ein Taschengeldmonster hätte auch ein Taschengeldmonster als Mutter. Ach Mann, Draculena, ich hab dir das schon so oft gesagt. Ich bin eine Taschengeldmumie. Zwar auch ein Monster, aber als allererstes bin ich meine Mumie. Merk dir das doch mal. Ach ja, Taschengeldmumie. Genau. Freut mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen, Draculena. Aber ich frag mich schon, wo Emma und Draculena sich kennengelernt haben. Seltsam. Hey Dave! Dich erkenne ich auf jeden Fall an deinem T-Shirt, aber du kannst wohl auch nicht reden, oder? Die Maske, oh, ist das nicht total störend? Na gut, Dave, viel Spaß noch auf der Party. Ich werde einfach mal rumschauen und gucken, ob alle Gäste sich auch amüsieren bei uns. Na, Hannah, alles in Ordnung bei euch? Hallo, Pia, tolles Kostüm. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben richtig viel Spaß. Super. Also, ich habe mir nicht so viel Mühe bei meinem Kostüm gegeben, glaube ich. Ich habe einfach nur ein bisschen Ketchup drauf gemacht. Die anderen sehen irgendwie viel cooler aus als ich. Naja, was soll's. Ach, Graf Schafzahn, schön, dass du auch da bist. Kennen wir uns denn eigentlich schon? Ich bin Holger. Nett, dich kennst du denn. Cooles Kostüm. Und Graf Schafzahn? Ich bin eigentlich Dracula. Und du?
Du bist dann wohl Draculas Frau? Vielleicht sollten wir ja Telefonnummern austauschen. Na, was meinst du? Das ist gar nicht Graf Scharfzahn. Der hat wohl einen Doppelgänger. Das ist, glaube ich, auch nur eine Verkleidung. Mann, ich dachte, die wären nur echte Monster. Oh Mann, der sieht wirklich genauso aus wie Graf Scharfzahn. Die Leute wissen ja gar nicht, dass das hier Monster sind und Menschen zusammen. Aber psch, das soll nicht auffliegen. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht über euch, eure Leistung in letzter Zeit. Und dass niemand fragt, welches Shampoo ich benutze und wie schön meine Haare glänzen. Naja, um eure Leistung etwas zu verbessern, gibt's jetzt eine Leseaufgabe für euch. Ich schreibe mal etwas an die Tafel. Aber Frau Diva, ich verstehe nicht, warum es immer um ihre Haare geht, um ihr Aussehen. Wir sind doch hier in der Schule. Wir sollen was lernen. Aha, und man soll wohl nicht lernen, nett zu seiner Lehrerin zu sein. Oh Mann. Also für den Spruch, Julian, kannst du jetzt mal schön vorlesen, was da an der Tafel steht. War ja klar. Na ja, gut, Frau Diva, dann lese ich mal vor. Frau Diva hat sehr schöne Haare. Punkt. Welche Spülung benutzt sie nur? Ach, schön, dass du fragst. Also ja, ich benutze momentan die Seidenspülung von Herbal Essences. Aha, die benutzt meine Mama auch. Ah, Hilfe! Wer war das? Steve, warst du das? Oh, wer schreit denn hier? Also, wenn jemand schreit, dann bitte nur vor Begeisterung über mein Aussehen. Also, was ist denn hier los? Ah, alle waren raus! Die Monster und Geister sind in der Schule! Ah! Oh Mann, Monster und Geister? Oh, wo sind die denn nur? Ah! Kinder, alle mal ruhig. Ruhig bleiben. Ah! Ruhig bleiben? Also, ruhig bleiben! Monster und Geister sind Monster in der Geister. Schule! Monster und Geister! Kinder, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich werde jetzt sofort zu Herrn Schillig gehen und den mal einmal fragen, was hier los ist. Also, Herr Schillig, mir wurde zugetragen, dass hier Monster und Geister in der Schule sind. Also, geht's noch? Was ist das? Oh, lieber, ein ganz Geist. Schnell raus. Geister und Monster haben die Schule übernommen. Raus hier! Oh Gott! Raus, ganz schnell raus hier, Frau Diva! Wie dieser Geist schon aussieht. Also, dieser Look gefällt mir wirklich gar nicht. Nicht jetzt, Frau Diva, nicht jetzt! Raus hier! Also, ich bitte doch, das ist von Deutsche und Geister. Also, das ist ganz, ganz neu aus der neuesten Kollektion. Und jetzt... Kinder, es ist kein Scherz, es ist keine Übung. Monster und Geister haben die Schule übernommen. Sofort raus hier! Raus hier, sonst gibt's noch mehr Hausaufgaben für euch! Raus hier! Hey Leute, bleibt stehen! Das dürfen wir uns doch nicht gefallen lassen! Monster und Geister dürfen die Schule hier nicht übernehmen! Das ist unsere Grundschule! Das finde ich auch. Also bei mir, klar, waren auch schon Monster. Hier Frankie und so, aber so schlimm sind die eigentlich nicht. Wir bleiben hier und zum Beispiel Graf Zahn oder wie der hieß. Ich bleib auch hier. Ich habe mein Zimmer schon gegen Monster verteidigt und jetzt werde ich unsere Grundschule verteidigen. Kinder, alle nach Hause. Geht nach Hause. Macht die Türen zu. Die Ghostbusters sind bestimmt gleich da und werden die Schule hier verteidigen. Der Wankman von den Ghostbusters? Also ich möchte das hier eher nicht machen. Also vor diesen Höllenhunden habe ich unglaubliche Angst und die anderen sind auch schon weg. Sorry. Alle Mann nach Hause! So Leute, wir brauchen einen Plan und zwar einen richtig guten. Das stimmt. Vielleicht gucken wir noch mal bei Herr Chillig vorbei. Vielleicht ist er ja noch da. Ich hoffe nicht, dass der abgehauen ist. Aber seid trotzdem vorsichtig. Es kann ja sein, dass hier das eine oder andere Monster ist oder so. Ja, ganz leise. Dann guck mal, Julian. Da! Nein, hier sind ja gar keine Geister. Aber ist das nicht die Sache von den Ghostbustern? Ja, Julian, ich glaube, das kommt Wankman und so. Die Sachen werden doch eigentlich stehen. Wo sind die denn? Das frage ich mich auch, aber ja, wisst ihr was? Auch. Wir könnten ja selber hier Ghostbuster werden. Ja, so machen wir das. Wir kümmern uns jetzt hier um die Geister und Monster in der Schule. Wir verteidigen unsere Schule. So, seid ihr soweit? Ja, alles gut. Ja, ich bin bereit. Das wäre doch gelacht, wenn wir die Monster nicht einfangen könnten. Die können unsere Schule nicht übernehmen. Und ich werde die Lehrer dann einfangen hier in diesem Ding. Das habe ich mal gesehen bei den Ghostbusters. Das kann ich einfach da runterlegen. Oh, guck. Da ist schon ein Geist. Ist das ein Kalendergeist oder was? Okay, ich gehe jetzt vor, okay? Alles klar. Wobei, Julian, warte. Darum kümmere ich mich. Ich gehe vor. Okay, dann gucke ich mal weiter. So, aber ganz, ganz vorsichtig, Sarah. Psst. Jetzt habe ich dich. Hilfe. Ich wollte doch nur gerade das Datum checken. Ich hab sie. Steve, dein Einsatz. Ich fang nicht ein. Ich hab die. Oh Mann, wir haben gleich Nummer 1 ist eingefangen. Sehr gut. Okay, wir gehen jetzt unten auf den Schulhof. Wir gucken, ob da noch weitere Monster oder Geister sind. Los, kommt mit, Sarah. Also, hier sieht es ziemlich ruhig aus. Ein bisschen zu ruhig, wenn ihr mich fragt. Mhm. Oh, diese Chili con Carne gestern, die ging gar nicht. Seit gestern Abend bin ich nur auf Klo, aber es geht ja weiter. Hey, da, bei den Toiletten ist doch irgendwas. Leute, ein Geist. Die Pause dauert ab sofort nur noch 10 Minuten. Ist das nicht gruselig? Das kommt nicht in Frage. Die Pause dauert hier 15 Minuten, die große Pause. Ich kriege, sage ich dir. Steve, jetzt!
Ja, warte, warte! Oh Mann, und ich hab's hier gerade mit einem riesengroßen Bau-Bau zu tun. Dabei liebe ich eigentlich Hunde, aber den nicht. Julian, ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, ich bin zu schwach. Kannst du mir helfen? Ja, los, los! Wir kriegen dich! Aufhalten. Ja, ja! Leute, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gleich ist er drin in der Maschine. Oh Mann, der ist ja echt stark. Oh. Oh. Okay, okay, ich bin drin. Das war echt anstrengend. Erst der Geist und dann dieser Hund. Was war das überhaupt für ein Hund? Ich glaube, aber jetzt ist so langsam hier, haben wir alle besiegt. Ich glaube, wir haben unsere Schule erfolgreich verteidigt heute an Halloween. Leute, also ich will euch leider nicht kaputt machen, aber ich glaube mal bitte, ich glaube, das war's noch nicht. Hä, was denn? Wow, was ist das denn? Oh Mann, ein verkleidetes Riesenbaby ist das, glaube ich. Ich werde euch fressen. Oh Mann, das kommt gar nicht in Frage. Der Kiosk hat auch schon geschlossen, da gibt's nichts mehr zu essen. Sarah, auf geht's. Also ich weiß ja nicht, der sieht echt riesig ich aus. Ich werde euch fressen. Los, Sarah, Ich hab Aua, Bauch. Du darfst nicht entkommen. Steve, dein Einsatz, los jetzt. Aua. Ich hab gleich. Gleich, ich entfülle. Aua, Bauch. Ich hab Bauchweh. Los, jetzt drück. Aua. Ja, wir haben's geschafft. Endlich. PUB City ist Monster- und Geisterfrei. Auch an Halloween. Wir haben's geschafft. Das Lachen kenne ich doch. Es kommt von oben. Oh, ich wusste es doch. Du steckst hinter all dem, oder? Molly for President. Oh, wählt mich alle zum Präsidenten. Auch an Halloween heute. Das ist mein Tag. Julian. Natürlich bin ich es. An Halloween. Das ist mein Tag. Das ist mein Geburtstag. Aha, das ist dein Geburtstag. Dann gibt's ein Geburtstaggeschenk heute für dich. Oh, ist es eine Torte oder ein Geschenk? Nein, du kommst jetzt ins Gefängnis. Ah, wie kannst du es nur wagen? Damit wirst du mich nicht einfangen. Als ob wir dich einfangen. Julian, bleib dran. Ich helf dir. Das ist doch Molly. Ja. Leute, bleib dran. Ich fang sie ein. Oh nein, wie könnt ihr nur? Und dann an meinem Geburtstag. Ich komme wieder, Julian Vogel. Ich komme wieder. Boah, Leute, klasse Arbeit. Wir haben Molly eingefangen. Wir haben es geschafft. Die Schule ist offiziell monster- und geisterfrei. Naja, also, wobei der Herr Fitt ist noch da. Ist eigentlich auch ein Monster, aber ein anderes Monster. Yes! Auch wenn Halloween ist. Geister und Monster haben bei uns an der Schule nichts zu suchen. Also nicht ohne Erlaubnis. Ach, hallo. Du wolltest mich erinnern? An was denn? Nächste Woche, was soll denn da sein? Ach, Halloween? Ach, die Kinder brauchen nur noch Kostüme. Hättest du mich jetzt nicht daran erinnert, ich hätte das total vergessen. Ja, tschüss. Oh Mann, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen dringend Halloween-Kostüme. Aber auf die Schnelle welche nähen, das kann ich nicht. Julian, Emma, Hanna, kommt mal runter, bitte. Julian, ich stelle mich hier hin und du steigst dann auf meine Schultern. Okay, Hanna, aber du darfst dich nicht bewegen, okay? Nein, mach ich nicht. Okay, Julian, und wenn du dann auf Hannas Schultern bist, dann komme ich auf deine Schultern. Okay, aber ganz, ganz vorsichtig, bitte. Mhm. Julian, Hanna, Emma. Was ist denn, Mama? Oh, toll, Mama, wir wollten hier eine Menschenpyramide machen und jetzt störst du uns. Oh, toll. Oh Mann, eigentlich bin ich ganz froh, dass Mama jetzt gerufen hat. Wer weiß, ob das gut gegangen wäre. Was ist denn los, was Mama? Was ist denn los? Ja, Mama, was möchtest du denn? Wir haben gerade ein Was ganz Wichtiges hat mit zu tun. Ein Bauprojekt gestartet. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir dringend noch Halloween-Kostüme brauchen und ob ihr euch nicht welche besorgen möchtet. Oh ja, darf ich mit Julian und Emma zum Kostümverleih gehen? Das können wir auch ganz alleine ohne dich, Mama. Oh Mann, klasse! Welches Kostüm suche ich mir denn aus? Als was soll ich denn gehen? Na egal, es wird auf jeden Fall das Coolste. Mama, ich brauche ja kein Kostüm mehr. Ich habe ja schon mein Mumienkostüm und dann gehe ich wieder als Taschengeldmumie. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das Kostüm von Emma ist aber ziemlich gut, ja? Ja, wer weiß, ob wir auch so ein gutes Kostüm finden. Aber lass uns da einfach mal hingehen und schauen. Mama, kannst du uns noch Geld geben? Sonst können wir ja keine Kostüme kaufen. Kaufen noch nicht. Ich denke, sucht euch am besten erstmal eins aus und dann werde ich dann nochmal alleine hingehen und euch das holen. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Los geht's. Okay. Ich glaube, hier muss das sein. Das ist der Kostümverleih. Und ihr habt gehört, also wir kaufen nichts und bringen nicht den Laden durcheinander, sonst bekomme ich Ärger von Mama. Ah ja, ist ja gut. Hallo Kinder, wie kann ich euch helfen? Sucht ihr ein Kostüm? Wir suchen Kostüme für Halloween. Mhm. Kostüme haben wir wirklich reichlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir auch Kinderkostüme haben. Aber ich denke, die lassen sich schon irgendwie kürzen oder umschlagen.
Was haben Sie denn für Kostüme? Ist da auch was für uns dabei? Wir haben ganz viele Kostüme. Ich denke, dir könnten ganz gut die Prinzessinnenkleider gefallen, oder? Ja, Prinzessinnen finde ich toll. Oh Mann, hier gibt's ja nur so Prinzessinnen- und Königinzeug. Oh Mann, hier werde ich gar nichts finden. Ist ja nur für Mädchen. Oh, guck mal, Emma, die haben hier ganz viele Kronen und auch einen Zauberstab. Wenn ich als Prinzessin gehe, brauche ich auf jeden Fall so einen Zauberstab. Dann bin ich eine Zauberprinzessin. Aber die Kostüme sind nicht gerade gruselig. Ich dachte, bei Halloween muss man irgendwas Gruseliges machen. So wie mein Kostüm, die Taschengeldmumie. Vielleicht kannst du ja als Mumienprinzessin gehen oder so. Nee, lieber nicht. Oh, guck doch mal, Emma. Die Kleider sind so schön. Ich will gar nichts Gruseliges. Ich will was ganz Magisches. Also, wenn ich vielleicht als Magier oder Zauberer gehen könnte, also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber sonst als Prinzessin, nö. Julian, komm schon, zieh mal so ein Kleid an. Das steht dir bestimmt gut. Einfach mal anprobieren. Eigentlich will ich das nicht. Okay. Aber nur, wenn ich das nicht kaufen muss, dann ziehe ich das an, so aus Witz. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Also ich glaube, als Mädchen wäre ich ziemlich hässlich. Das Kleid passt ja gar nicht. Julian, jetzt komm doch mal raus da aus der Umkleidekabine. Wir wollen dich auch sehen. Ich weiß nicht. Aber ich sehe aus wie so ein richtig hässliches Mädchen. Also, ich bin ja kein Mädchen. Ich sehe aus, eigentlich bin ich einfach nur hässlich. Dieses Kleid passt mir nicht. Also, Julian, ich finde, du siehst aus wie eine wunderschöne Prinzessin. Das steht dir wirklich ganz gut. Ganz bestimmt nicht. Das solltest du nehmen. Nö. Julian, zum Glück bist du kein Mädchen. Also, so ein Kleid könntest du überhaupt nicht tragen. Und zum Glück bist du kein Junge. Ich finde das schön. Aber jetzt ist der Spaß aber vorbei. Ihr habt ja gut gelacht, aber das ist nichts für mich. Ich will sowas nicht haben. Och, Manno. Ihr könnt ja hier bleiben, hier in dieser Ecke. Ich suche mir mein eigenes Zeug. Vielleicht finde ich was richtig Cooles. Hallo, darf ich kurz was fragen? Ja. Gibt's hier nur so Prinzessinnenzeug? Nichts für Jungs oder so? Vielleicht schon. Wie wär's denn mit dieser Krone hier? Die könnte dir stehen. Die gehört zu einem König. Ich weiß ja nicht. Also ich kann's ja gerne mal aufsetzen, aber ob das wirklich cool ist, als König zu gehen, ich weiß ja nicht. Und Hannah, als was gehst du denn jetzt? Hast du schon was anprobiert? Wenn du als Prinzessin gehen willst, musst du auf jeden Fall so ein Kleidchen mitnehmen. Das würde dir auch gut stehen, aber vielleicht nicht das, was Julian anhatte. Das ist jetzt schon verseucht. Ich finde sowieso das Rosane hier viel schöner. Das probiere ich mir mal an. Und Emma, wie sehe ich aus? Wie eine richtige Prinzessin? Oh ja, Hannah, schön. Das sieht wirklich toll aus. Ist das nicht auch ein bisschen zu lang? Du trittst doch auf. Ich habe da noch total viel Platz am Bauch. Also ich glaube, das ist nicht meine Größe. Ich gehe mal zu der Verkäuferin und frag, ob die das nicht noch ein bisschen kleiner haben in meiner Größe. Und der junge Herr, gefällt dir das Kostüm? Ich weiß ja nicht. Also der letzte Schrei ist das jetzt nicht unbedingt. Also die Krone ist zwar schön und gut, aber was soll ich denn da drunter anziehen? Als ob ich jetzt mit so einem Königsoutfit rumlaufe. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Also ich möchte nicht als König gehen, sondern als irgendwas anderes. Als was anderes? Was haben wir denn noch da? Müsste ich mal nachschauen. Halt, Entschuldigung, bevor Sie weggehen, haben Sie diesen Rock hier vielleicht noch in einer anderen Größe? Oh Mann, war ja klar. Hannah ist wieder voll in ihrem Element hier mit rosa Prinzessinnen und so, aber das ist gar nicht mein Ding. Oh Mann, wenn wir nur in irgendeinem anderen Laden. Also König Julian hört sich eigentlich richtig cool an, aber nee, ist nichts für mich. Nö, danke. Also irgendwas muss hier doch noch sein, was ich anziehen kann. Vielleicht irgendein Zombie-Outfit oder so. Wobei, nee, Emma geht ja schon als Mumie-Zombie oder irgendwie sowas. Oh, was ist das denn? Das ist eine Kiste mit ganz vielen Sachen. Vielleicht finde ich da ja was. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Detektiv Julian Holmes meldet sich zu Diensten. Was liegt denn da noch drin? So, den gleichen Rock haben wir leider nicht mehr in der Größe gehabt. Aber hier ist ein anderer. Ich denke, der könnte dir passen. Oh, cool. Ja, den finde ich auch schön. Ich glaube, da habe ich auch noch das passende Oberteil zu. Warte kurz. Oh, ich sehe so schön aus. Oh, toll, das Kleid. Komm, Emma, wir gehen mal zu Julian, ob der auch was gefunden hat. Der macht bestimmt Quatsch. Wobei, das sieht eigentlich noch am coolsten aus hier. Und Julian, hast du irgendwas Tolles gefunden? Ja, ich gehe als Mumie. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Nein! Julian, du kannst nicht als Mumie gehen, das ist doch schon mein Kostüm. Ja, stimmt, du bist auch eine Mumie. Das ist unfair, das hast du nachgemacht. Kannst du nicht was anderes anziehen? Nein, du hast es nachgemacht. Aber Emma, dieses Mumienkostüm steht mir doch viel besser als dir. Nein. Gib's doch zu, los, komm schon, sei ehrlich. Oh Mann, das riecht nach Ärger. Ich mach mich aus dem Staub, ich zauber mich weg. Zum Glück hab ich mein Kostüm. Schreibt mal bitte in die Kommentare, als was sollen wir uns verkleiden? Also, ich bin mit meinem Prinzessinnenkleid zwar ganz zufrieden, aber vielleicht lieber für Halloween irgendwas anderes. Habt ihr Ideen? Gerne unten reinschreiben. Julian, Emma, hast du zugenommen? Du bist voll schwer. Ach
was! Du kannst nicht zur Monsterschule gehen. Du bist überhaupt nicht gruselig genug. Als allererstes muss man gruselig aussehen, sonst darf man nicht in die Monsterschule gehen. Das siehst du anders? Ich verstehe gar nicht, warum ich mich mit dir abgebe. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von Monstern. Ich will unbedingt wieder in die Monsterschule, aber alleine kann ich da, glaube ich, nicht hin. Vielleicht kann Hannah mich wieder hinbringen. Hannah! Hannah! Ah, was ist denn, Emma? Ich bin hier gerade bei Pia. Ich will mit ihr ein paar Übungen machen. Hannah, ich wollte fragen, ob du mich wieder zur Monsterschule bringen kannst. Das ist heute. Ich wollte Pia aber beibringen, wie sie ganz hoch springen kann. Emma, ich habe keine Zeit, dich zu bringen. Also ich bin hier echt beschäftigt. Du findest den Weg schon alleine. Na gut, wenn du nicht willst. Wenn jemand nach dir fragt, sage ich auch Bescheid, dass du in der Monsterschule bist. Viel Spaß, bis später. Hannah hat recht, ich kann den Weg auch alleine finden. Ich bin schon groß. Ich weiß ganz genau, wo ihre Schule ist. Aber als erstes muss ich meine Sachen packen, weil ich kann da ja nicht im Kostüm hingehen. So, erstmal Julians Rucksack, den nehme ich mir wieder. Dann muss ich auf jeden Fall mein Kostüm unter dem Bett vorziehen. Das kommt auch in den Rucksack rein. So, jetzt habe ich fast alles, aber eine Sache fehlt noch. Wo ist denn Mamas Lippenstift? Damit muss ich doch mein Gesicht rot machen. Ach, egal, ich werde schon irgendwas anderes finden, was rot ist. Na nun, Emma, wo willst du denn hin? Hast du irgendwas vor? Ich gehe in die Monsterschule. Ach, Emmerlein, dann wünsche ich dir viel Spaß in der Schule. Ach, was sie immer sich für Spiele ausdenkt. So eine blühende Fantasie hätte ich auch gern. Erst Mutter, Vater, Kind, jetzt das mit dieser Monsterschule. Ach. Wirklich seltsam. Ich dachte, Mama will noch viel mehr über die Monsterschule wissen. Aber wahrscheinlich nimmt sie das nicht so ernst wie ich. So, ich brauche auf jeden Fall noch was Rotes, habe ich ja gesagt. Ah, da oben ist Ketchup, das ist gut. Das kommt jetzt auch noch mit zur Monsterschule und dann bin ich bestens ausgerüstet. Es kann losgehen. Emma verwandelt sich in die Taschengeldmumie. Huhu, hallo, ich bin Herr Geist. Herr Knochen ist heute leider krank und ich übernehme die Vertretung. Noch nicht anfangen. Ich bin ein bisschen zu spät, Entschuldigung. Ich habe den Raum leider nicht gefunden, weil das ist heute ja in einem anderen Raum. Ja, da hast du recht. Wir sind heute in einem anderen Raum, weil wir weniger sind. Und ich werde jetzt die Teilnehmerliste vorlesen. Also alle bitte einmal kurz melden, wenn ich den Namen aufrufe. Der erste Teilnehmer ist Frankie, bitte melden. Hier vorne, ich bin's, Frankie, genau, das ist mein Name. Okay, prima. Dann als nächstes lese ich hier Draculena. Das bin ich. Hallo. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen weiteren Namen und das Thema. Taschengeldmumie? Bist du da? Ja, hier hinten. Letzte Reihe, das bin ich. Oh Mann, ich glaube, ich sollte meine Stimme nochmal verändern. Hier, Taschengeld. Ich sehe, eine vierte Person ist noch hier im Raum, aber nicht auf der Liste. Wer bist du denn? Ei, ei. Kapitän Kralle, mein Name. Schreiben Sie bitte meinen Namen noch mit auf die Liste. Ich habe vergessen, mich anzumelden. Kapitän Kralle. Alles klar. Jetzt, wo wir vollzählig sind, kann's losgehen. Wir werden heute Leute auf der Straße erschrecken. Dafür verlassen wir den Klassenraum. Bitte alle mir folgen. Herr Geist. Gott, schon wieder die falsche Stimme. Mann. Kann ich meinen Rucksack hier lassen? Ja, den Rucksack und eure Taschen könnt ihr hier lassen. Ich werde den Raum abschließen und nachher, wenn wir zurückkommen, wieder aufschließen. Oh Mann, also wir sind alle ziemlich schlecht im Erschrecken. Aber ich wollte euch noch was Dringendes fragen. Und zwar, ich finde euch alle total nett. Gruselig, ihr seid so gruselig, das finde ich richtig cool. Und warum sollen wir hier noch weiter stehen? Ich bin schon über 500 Jahre alt. Komm zum Punkt. Ist gut. Also, ich mag euch richtig gerne. Ihr Leute in der Monsterschule, ihr seid meine besten Klassenkameraden. Und ich wollte fragen, ob ihr nicht zu der Halloween-Party kommen mögt. Das ist eine Halloween und nachmittags ab 16 Uhr könnt ihr zu mir kommen. Familie Vogel. Oh, das ist toll, eine richtige Monster-Halloween-Party. Da war ich schon ganz lange nicht. Ich werde auf jeden Fall kommen. Oh, ich werde leider nicht kommen. An Halloween habe ich keine Zeit. Jedes Jahr an Halloween wasche ich meine ganzen weißen Bettlaken. Und das sind echt viele. Oh Mann, das ist total lustig.
Der eine veräppelt den anderen die ganze Zeit und merkt es nicht. So, ich habe den Einkaufskorb. Da vorne liegt das Geld. Ich glaube, dann habe ich alles. Dann kannst du jetzt losgehen zum Einkaufen. Emma, kommst du auch zum Einkaufen? Ich kann gerade nicht. Ich gucke Fernsehen. Und außerdem habe ich dich auch nicht gehört. Emma, ich weiß ganz genau, dass du mich gehört hast. Wenn du jetzt nicht kommst, dann komme ich zu dir. Okay, Mama, ich komme ja schon. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Wir gehen zum Einkaufen, auf den Wochenmarkt. Auf den Wochenmarkt? Oh Mann, der geht eine Woche. Ich habe gar nicht so viele Sachen dabei. Das ist bestimmt langweilig. Hier wären wir, Emma. So schlimm ist es doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht, aber wenn wir jetzt hier eine Woche bleiben, Mama, das ist doch total öde. Ich will lieber nach Hause wieder, nicht auf dem Wochenmarkt. Emma, der Wochenmarkt heißt nicht Wochenmarkt, weil er die ganze Woche ist, sondern weil er nur einmal in der Woche stattfindet. Deshalb heißt der Wochenmarkt. Wir müssen hier jetzt nicht eine Woche bleiben. Schau dich um. Was wollen wir denn kaufen? Hast du eine Idee? Cornflakes möchte ich, Mama. Cornflakes und Kakao. Emma, sowas gibt's hier nicht. Das gibt's nur im Supermarkt. Wir sind hier auf dem Wochenmarkt. Da gibt's vor allem Sachen, die Bauern anbieten. Ganz viel frisches Obst und Gemüse. Hier vorne sind auch noch Eier. Was darf's denn sein, gnädige Frau? Haben Sie schon einen Wunsch? Ich hätte gern Eier und auch Gurken. Mama, ich find's hier auf dem Wochenmarkt total langweilig. Kann ich nicht irgendwie was machen? Hier ein bisschen rumlaufen oder so? Klar, guck dir den Stand ruhig an, aber nicht zu weit weglaufen. Hast du gehört? Ja, Mama. Ich werde schon hier bleiben, aber ich muss ein bisschen die Gegend erkunden. Och, ich dachte, sie hätte vielleicht mehr Spaß daran, aber manchmal ist sie einfach nicht zu bremsen. Nanu, wo kommst du denn her? Ich bin Emma Vogel. Ich will mich hier nur ein bisschen umsehen. Keine Panik. Na gut, aber eigentlich haben Kunden hier nichts hinter der Kasse zu suchen. Aber ich denke, bei dir ist das schon in Ordnung. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Karotten, Gurken, Eier. Das macht dann 8,20 Euro. Oh, was ist das denn? Kann man das auch essen? Das ist ja riesig. Mama, können wir nicht sowas auch mitnehmen? Das da, dieses große Orange. Emma, ich wollte gerade bezahlen. Was möchtest du denn? Mama, können wir nicht hier sowas mitnehmen? Das hier, was so groß ist. Was macht man damit? Kann man das essen? Das ist ein Kürbis, meine Kleine. Die muss ich allerdings wiegen. So, bitteschön. Der kommt dann noch dazu. Ah, das ist ja ein Monster. Mama, ich möchte den doch nicht mehr. Ich möchte das nicht kaufen. Bitte nicht. Da haben Sie aber ein schönes Exemplar. Brauchen Sie da Hilfe beim Tragen? Der ist ziemlich schwer. Das Gesicht ist übrigens nur aufgemalt. Das können Sie ruhig noch rausschneiden mit dem Messer und dann einfach beleuchten mit einer Kerze. Oh, Mama, die sehen ja alle so aus. Das sind richtige Monster. Ich will hier nicht sein. Ich will weg. Emma, was machst du denn da? Was suchst du denn da zwischen den Einkäufen? Ich versteck mich. Wenn ich die nicht sehe, dann sehen die mich auch nicht. Emma, jetzt lass den Quatsch. Komm da raus. Wir haben alles zusammen. Und du hast auch deinen Kürbis bekommen. Ist doch toll. Julian, Hanna, Emma und ich sind wieder zurück vom Einkaufen und haben euch was mitgebracht. Ich gehe nach oben. Mama, ich gehe besser in mein Zimmer, okay? Hey Mama, was hast du mitgebracht? Schokolade? Süßigkeiten? Ist das ein Halloween-Kürbis? Ein Halloween-Kürbis. Genau. Das sieht ja gruselig aus. Der ist ja cool. Schön, dass ihr euch freut. Das Gesicht ist übrigens nur aufgemalt. Das kann man dann noch mit einem Messer rausschneiden. Und dann kann man eine Kerze reinstellen. So, ich habe mich jetzt verkleidet und jetzt mache ich dem Kürbis Angst, damit er mir nicht Angst macht. Ach, heute Abend ist ja die Halloween-Party bei dir, Dave. Ich freue mich schon total. Weißt du schon, als was du dich verkleiden möchtest? Also, ich habe noch keine Ahnung. Oh Mann, stimmt, du hast recht. Ich habe mich gar nicht um ein Kostüm gekümmert. Lass uns vielleicht mal im Internet gucken. Vielleicht gibt's ein paar Last-Minute-Ideen, wie wir uns verkleiden können. Oh, da gibt's echt viele coole Verkleidungsideen. Hexe, Vampir. Oh, Zombie gibt's auch. Ich bin ein Zombie, Hanna. Oh, Dave, ich kann Zombies nicht ausstehen. Lass das. Ah, du kriegst mich nicht. Oh Mann, Dave, lass das. Und ob ich dich kriege? Mann. Ich werde dich fangen, ein Zombie. Ich lass bin mich in Ruhe, Zombie. Dave. Ja. Oh, streiten sich Hanna und Dave? Oh, vielleicht kommt Dave dann nie wieder. Oh, das ist ja so gut. Julian, hey. Ein Zombie ist hinter mir her. Na, da muss ich dir ausnahmsweise recht geben. Ja, Dave ist ein Zombie. Stimmt. Ich werde dich aufessen. Hey, was soll das? Also ich bin zwar für jeden Spaß zu haben, aber jetzt mal im Ernst, was soll das? Ach, wir machen nur Spaß, Julian. Wir überlegen uns gerade, was wir heute Abend bei Daves Party anziehen. Es wird doch eine Halloween-Party. Ach so, ja, Julian, ich habe dich noch gar nicht eingeladen, aber du kannst natürlich gerne kommen, wenn du Lust hast. Oh, Dave, guter Witz. Ich soll zu einer Party von dir kommen. Ist klar. Sonst noch ein Wunsch? Ich komme auf gar keinen Fall. Also, Hanna, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder so? Also, irgendwie ist das schon ein bisschen unverschämt. Ich verstehe Julian nicht. Der ist echt unverschämt immer. Das ist doch cool, dass du eine Party feierst. Ich komme auf jeden Fall.
Aber ich weiß immer noch nicht, was ich anziehen soll. Was hältst du von der Spinne? Die könnte ich mir hier oben auf den Kopf draufsetzen. Also ich mag Spinnen nicht unbedingt, bin ich ganz ehrlich. Naja, du sollst sie auch nicht mögen. Es soll einfach nur gruselig aussehen. Keine gute Idee mit der Spinne. Na gut. Hanna, komm mal hier ins Badezimmer. Ich habe eine super Idee. Aber ich könnte ja vielleicht doch bei Daves Halloween-Party vorbeischauen. Dave, was machst du denn jetzt im Badezimmer? Wir wollten uns doch irgendwas ausdenken, wie wir uns verkleiden können. Ja, das war halt meine Idee. Also wir können uns ja hier so mit Klopapier einwickeln und dann sind wir Mumien. Oh Mann, Dave, du siehst total bescheuert aus. Das ist doch nicht gruselig. Ja, findest du nicht? Also ich finde das Kostüm eigentlich ziemlich cool. Das komplett ist auch super einfach. Komplett mit Klopapier eingewickelt. Oh Mann. Also, weißt du was, Dave? Ich glaube, damit ist Emma auch nicht einverstanden. Mumie, das ist ihr Lieblingskostüm. Aber ich habe, glaube ich, jetzt eine Idee, als was ich mich verkleide. Also, wir sehen uns später auf deiner Party. Was läuft denn heute im Fernsehen? Ist doch Feiertag, also da müsste doch einiges laufen. Hey, hallo. Oh, ein Vampir, oh Gott. Oh, Papa, ich bin's doch, Hanna. Hast du mich nicht erkannt? Aber gut erkannt, ich bin ein Vampir. Hanna, ich dachte jetzt wirklich, du wärst ein Vampir. Das sieht täuschend echt aus. Und deine Haare. Dreh dich doch mal um. Oh, das ist echt Tada! Ein tolles Kostüm. Ich habe schwarze Haare und ich habe ganz spitze Zähne und einen schwarzen Umhang. Naja, also sieht ziemlich cool aus. Wartest du dann vielleicht noch kurz? Also ich wollte ja mitkommen zu Daves Halloween-Party. Ich wollte mich noch umziehen. Mitkommen? Oh nein, also Papa sollte mich da eigentlich einfach nur absetzen. Wo bleibt er denn jetzt? Oh Mann, Papa braucht bestimmt schon 10 Minuten. Gleich komme ich nachher zu spät. Naja, ich trinke mal noch ein Schlückchen Wasser. Hey, Hanna, das ist mein Kostüm. Gefällt es dir etwa nicht? Oh Mann! Auch hier im Schlussverkauf letztens. Also mir gefällt's. Das ist mega gruselig, Papa. Was ist das? Bist du etwa ein Pirat? Ha, Julian Vogel, du siehst einfach bezaubernd aus. Bezaubernd grässlich. So, Papa und Hanna, die wollen ja losfahren. Jetzt muss ich mich irgendwie nur ins Auto schleichen. Hey, Hanna, du bist ja ziemlich früh dran heute. Oh, Dave! Du bist die Erste. Die anderen kommen dann gleich. Ich glaube, so in 30 Minuten etwa. Und dein Kostüm, das sieht ja richtig cool aus. Aber immerhin hast du mich erkannt. Ja, das war meine Idee. Ich wollte mich als Vampir verkleiden. Oh, und wen hast du denn da mitgebracht? Ich bin's. Der Papa, also heute ein Pirat, ein gruseliger Pirat. Oh, wow, Herr Vogel, sieht richtig cool aus. Gefällt mir. Immer mal reinspaziert. Ja, ich bin heute auch ein Vampir, Hanna, aber ich habe meine Zähne noch nicht drin. Ich war noch so mit dem Vorbereiten beschäftigt. Ich habe alles für eure Party vorbereitet und jetzt mache ich mich gleich selber auf zu einer Freundin. Da ist auch eine Halloween-Party. Ihr seid heute ganz alleine. Schafft ihr das? Mama, das hast du mich eben auch schon gefragt. Wir sind keine ganz kleinen Kinder mehr. Wir gehen jetzt in die 5. Klasse. Ich krieg das hin. Ist doch klar. Ist doch cool, dass wir ganz alleine sind auf der Halloween-Party. Siehst du, Papa? Selbst Daves Mutter geht gleich. Das ist nur eine Kinderparty. Du kannst hier eigentlich nicht bleiben, Papa. Das ist peinlich. Das ist jetzt aber schade. Ich wollte eigentlich mit meinem Kostüm hier ein bisschen angeben, aber vielleicht gibt es ja irgendwo anders noch eine Party. Daves Mama, was ist das denn da alles, was du da vorbereitet hast? Das sieht ja total lecker aus. Oder, naja, lecker, auch ein bisschen gruselig. Ja, wir haben hier einmal Blutsaft, ist natürlich nur Blutorangensaft und eine richtig schöne Regenwurmtorte, aber das sind auch keine echten Regenwürmer. Das sind nur die aus Weingummi. Oh, die Regenwurmtorte werde ich auf jeden Fall probieren. Wann kommen denn jetzt endlich die ganzen anderen Gäste? Ich kann, glaube ich, ganz froh sein, dass Emma nicht mitgekommen ist. Das wird ihr hier gar nicht gefallen. Erstens, sie mag keine Kürbisse und zweitens wäre sie stinkesauer auf Dave, weil der das Kostüm von ihr nachgemacht hat. Muss ich mich jetzt wirklich verabschieden? Dabei wollte ich doch eigentlich hier bleiben. Es sieht ziemlich cool aus und oh, diese Torte, Regenwürmer, ach, das wäre was für mich. Nein, Papa, du gehst jetzt. Raus hier. Ja, ist wir sehen ja uns gut. Später. Du kannst mich später abholen. Ach, naja, ich werde mich dann wohl auch mal aufmachen. Dave, du weißt ja, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Ja, Mama, ist ja jetzt gut. Ich hab's verstanden. Das ist jetzt eine Party für Kinder, also. Dave, aber meine Handynummer, die habe ich da vorne nochmal an den Kühlschrank gepinnt, ne? Also, wenn was ist, ruf da an. Endlich sind die weg. Oh ja, endlich. Die wollten unbedingt dabei bleiben, habe ich im Gefühl. Aber das ist eine Kinderparty, eine Kinder-Halloween-Party. Was war denn das gerade für ein Geräusch, Dave? Klang irgendwie komisch. Ich hab nichts gehört, Hanna. Dave, das kam hier aus dem Haus. Dabei sind wir doch noch alleine. Es ist doch noch gar kein anderer da. Hanna, du brauchst jetzt keine Angst zu haben. Hast du es nicht gehört gerade? Nein. Naja, Dave, du hast wohl recht. Ich hab keine Angst. Wobei, ich muss schon sagen, ich hab's jetzt auch gehört. So ein Kratzen oder so, ne? Oh, oder kam das vielleicht von draußen? Ich guck mal aus dem Fenster. Draußen ist es jetzt auch schon echt dunkel. Also, oh, ich hab's schon wieder gehört. Hanna, weißt du was? Wir dürfen doch keine Angst haben. Heute ist Halloween und das ist eine Halloween-Party. Also da brauchen wir doch keine Angst haben. Ich habe auch keine Angst. Wirklich nicht. Wirklich überhaupt gar keine Angst.
Oh, Dave, nimm mal meine Hand. Irgendwie, ich hab doch Angst. Ich hab's schon wieder gehört. Das kommt hier aus dem Haus. Ja, aber ich kann hier niemand sein. Also, meine Eltern sind weg, dein Vater auch und wir haben sonst niemanden hier reingelassen. Oh, ich versteck mich lieber hier, Dave. Ich hab's schon wieder gehört. Das hört sich echt gruselig an. Hanna, stell dich nicht so an. Obwohl, ich glaube, ich versteck mich auch mal hier. Das ist ein echt gruseliges Geräusch. Und ich höre es immer wieder. Oh Mann, was ist das nur? Wollen wir vielleicht doch deine Mama anrufen, Dave? Ja, vielleicht sollten wir doch meine Mama anrufen. Oh Mann, was für Babys. Das ist doch eine Halloween-Party und ihr bekommt bei sowas schon Angst, nur weil jemand kratzt. Oh Mann. Hättet ihr dann auch Angst vor einer Katze? Oh Mann, ich bin's, Julian Vogel. Was? Julian! Julian, du warst das? Wo kommst du denn her? Naja, also Dave hatte mich eingeladen und deswegen bin ich jetzt doch gekommen. Guck mal, mein Kran hier, ich bin Wolverine. Oh, das ist das Geräusch. Oh Mann, das war das Geräusch. Oh, und wir hatten schon so eine Angst. Oh, dabei ist doch einfach nur Halloween. Ich glaube, das sollte ich keinem weitererzählen, wie ihr Angst hattet einfach und ihr euch einfach versteckt habt. Also, kannst du ruhig erzählen, weil ich hatte eigentlich nicht so viel Angst. Nee, gar nicht. Naja, das Buffet sieht echt lecker aus. Ich brauche erstmal was. Oh, also mit den Wolverine-Krallen klappt das aber nicht so einfach. Oh Mann, Julian, lass doch das Buffet noch stehen, bis die anderen Gäste kommen. Die Party geht jetzt gleich los. Und ich habe jetzt auch keine Angst mehr. Keine Ahnung, warum ich mich so erschrocken habe über dieses komische Kratzen. Los geht's mit der Party. Oh, ich habe so schön geschlafen. Das war richtig toll. Na, du hast auch so schön geschlafen wie ich? Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe gut geschlafen. Julian ist ja noch gar nicht wach. Ich gehe mal ganz vorsichtig an seinem Zimmer vorbei. Bin ich vielleicht die Erste, die aufgestanden ist? Obwohl, Mama und Papa sind schon wach. Das Bett ist leer. Dann will ich mich als Erstes mal ein bisschen frisch machen im Badezimmer. Wow, wo kommst du denn her? Was machst du hier im Badezimmer bei uns? Oh, du bist so ein scheußliches Ding. Ich dachte, ich werde dich los. Halloween ist doch schon vorbei. Was machst du denn hier? Mir reicht es jetzt so langsam mit diesen Kürbissen. Ich muss das Ding loswerden. Ich brauche irgendwas, womit ich diesen Kürbis kurz und klein hauen kann. Der soll verschwinden. Ich wette, dass in der Garage ganz viel Werkzeug von Papa ist. Da muss doch irgendwas dabei sein, damit ich diesen Kürbis zerkloppen kann. Hallo, guten Morgen, Emma. Na, hast du schön geschlafen? Emma, möchtest du vielleicht gleich morgens schon deinen Kakao trinken, den du so gerne magst? Oh, hallo, Mama. Nee, Kakao, nicht grad. Seltsam. Ihren Kakao hat sie doch nie ausgeschlagen. Den trinkt sie doch so gerne. Also irgendwas ist da bestimmt im Busch. Wenn Emma ihren Kakao nicht trinkt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh, diese Kiste ist so schwer. Die kann ich gar nicht richtig tragen. Emma, was machst du denn da? Nichts, Mama. Ich habe auch hier nichts versteckt. Ich habe nichts vor, nichts geplant. Ich bin einfach nur hier. Diese Kiste kriege ich niemals die Treppe hoch. Ich muss die hier irgendwo verstecken. Am besten schiebe ich das Ganze hier drunter, da wird es keiner sehen. Aber ich habe mir ein Werkzeug schon rausgenommen, diese Hacke hier. So, ich habe alles, was ich brauche. Der Kürbis wird gleich gar nicht mehr da sein. Der wird verschwunden sein. Der wird nur noch Matschepampe sein. Na, jetzt guckst du ganz schön blöd aus der Wäsche, oder? Jetzt geht's dir an den Kragen. Ah, guten Morgen, Emma. Was machst du denn da? Emma, was machst du mit dem Werkzeug hier? Hast du irgendwas geplant? Was machst du da? Hallo, Hanna. Nichts. Ich habe nichts vor. Das ist nicht mein Werkzeug. Das Werkzeug hat Papa hier bestimmt vergessen. Also mir gehört's nicht. Keine Ahnung. Das war schon so. Also ich habe dich beobachtet. Du kamst doch gerade damit die Tür hinein. Okay, erwischt. Ich wollte diesen Kürbis wegmachen. Ich habe hier extra das Werkzeug und damit wollte ich ihn zerhauen. Ich kann ihn nicht ausstehen. Gib mal her. Emma, das kannst du doch nicht machen, der arme Kürbis. Aber Hanna, ich meine, Halloween ist doch schon vorbei und diese Kürbisse, die sind überall gewesen. Ich mag die einfach nicht, die machen mir Angst. Jetzt hat Hanna mir das weggenommen, dann hole ich mir halt ein neues. Damit müsste es vielleicht auch funktionieren, das ist eine Säge. So. Also gut, Emma, ich sehe, du meinst es wirklich ernst. Mhm. Und ich werde dir helfen. Das tut mir leid, dass du die ganze Zeit Angst vor Kürbissen hast. Also, ich nehme die Hacke. Und ich werde die Säge nehmen. Und los geht's. Du hast keine Chance. Oh Mann, dieser Kürbis, der ist ganz schön hart. Ich komme da gar nicht rein mit meiner Säge. Der ist unkaputtbar. Oh, das hätte ich auch nicht gedacht. Der ist echt steinhart. Was ist denn da oben schon wieder los? Ich höre da ganz komische Geräusche. Und was macht diese Werkzeugkiste hier unter der Treppe? Hat Martin die schon wieder hier stehen gelassen? Oh,
Oh nein, nachher will Martin hier schon wieder irgendwas renovieren oder aufbauen und er hat mir davon gar nichts gesagt. Was macht ihr denn da mit dem Werkzeug? Hallo Mama, wir machen nichts. Was für ein Werkzeug? Schlaf ich noch? Ach, der schöne Kürbis. Den habe ich extra heute Morgen hier hingestellt als Deko. Mama, also wir, also wir würden total gerne mal wieder diese leckere Kürbissuppe essen, die du letztens mal gemacht hast. Deswegen bereiten wir das hier schon vor. Ah, ach so. Meine Kürbissuppe, ja, die fand ich auch sehr lecker. Dann eben keine Deko, dann kommt das Ganze in die Suppe rein. Aber den Kürbis, den werde ich lieber in meiner Küche zerlegen. Das ist nichts für Kinder und vor allem nicht mit so einem Werkzeug. Dafür nehme ich ein Messer, ein ganz scharfes. Oh, das hat gut geklappt. Jetzt sind wir den Kürbis los. Ja, und wir mussten nicht mal irgendwas machen. Das macht alles Mama für uns. So, ich wollte mich nur noch mal verabschieden. Tschüss, Kürbis. Hoffentlich bist du nächstes Jahr an Halloween nicht wieder da. Essen ist fertig. Es gibt Kürbissuppe. Ich habe so viel getrunken. Ich muss dringend auf die Toilette. Oh, zum Glück ist es frei. Ich kann nicht mehr lange aufhalten. Das geht sonst in die Hose. Hey, Emma, kann ich mal hier rein? Ich will duschen. Hanna, ich muss ganz dringend auf die Toilette. Du kannst jetzt auf gar keinen Fall hier rein. Ich muss jetzt sofort auf die Toilette. Oh ja, ist ja gut, aber sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich will duschen. Oh, jetzt kann ich ja nicht aufs Klo gehen. Wie, es kommt jetzt noch jemand rein. Was ist das denn? Die Toilette ist am Überlaufen. Grünes Zeug. Was ist das? Hat Julian wieder Spinat gegessen und das nicht weggespült? Aber es stinkt gar nicht. Was ist das? Was ist das? Es guckt mich an. Oh nein. Oh, ich habe furchtbare Angst vor Kindern. Hilfe, da ist irgendwas im Badezimmer aus dem Klo gekommen. Hilfe. Hanna? Na, Emma, bist du schon fertig? Kann ich jetzt duschen? Da war irgendwas im Badezimmer. Du musst mitkommen. Guck dir das an. Oh, Emma, was denn? Das hast du dir doch ausgedacht, oder? Nein, guck. Ich wollte gerade auf die Toilette gehen und dann war da so grünes Zeug und dann kam da ein Kopf aus dem Klo. Ja, stimmt. Ach, Emma, das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Das hast du dir bestimmt eingebildet. Ich hab's gesehen. Guck doch, Emma, das ist gar nichts. Die Toilette sieht ganz normal aus. Aber da war eben gerade noch so ein Kopf. Da ist doch was Grünes. Vielleicht meintest du das? Ja, da war's. Das hat bestimmt Schleim. Julian da reingeworfen. Das ist, glaube ich, Slime. Da war ein Kopf. Hanna, das ist jetzt wieder weg, aber das kommt vielleicht auch wieder. Ich weiß auch nicht. Emma, kann es nicht vielleicht sein, dass du schon ein bisschen müde bist? Du musst, glaube ich, ins Bett. Keine Angst. Komm, wir machen die Toilette zu und dann ist alles gut. Ich werde am besten nochmal spülen und dann ist es hoffentlich verschwunden. Ja, gut, mach das. Das wird auf jeden Fall weg sein. Jetzt muss ich auch gar nicht mehr auf Toilette. Ich habe mich so erschrocken. Jetzt muss ich nicht mehr. Ach Mensch, du Arme. Naja, dann kann ich jetzt hier endlich duschen, ne? Weißt du, was mir gerade passiert ist? Ich war auf Toilette und dann kam so ein grünes Viech aus der Toilette und ich habe mich echt erschrocken. Und Hanna sagt, das habe ich nur alles geträumt oder mir eingebildet. Aber das ist nicht wahr. Ich weiß, was ich gesehen habe. In letzter Zeit sind hier echt komische Sachen passiert. Also es waren wirklich ab und zu Monster hier bei uns. Vielleicht hat Emma doch recht. Ich habe mal das Anti-Monster-Spray rausgeholt. Damit werde ich jetzt die Toilette nochmal ordentlich einsprühen, damit, falls doch ein Monster da war, das auf gar keinen Fall wiederkommt. Emma, ich habe jetzt die Toilette nochmal mit Anti-Monster-Spray eingesprüht. Und hier ist auch das Spray, also wenn du möchtest, vielleicht hast du es lieber hier in deinem Zimmer, damit du dich verteidigen kannst. Oh, das ist nett, Hanna, danke schön. Hoffentlich hilft das auch wieder gegen die Monster. Ja, das hoffe ich auch. Du hast recht, in letzter Zeit waren ja häufiger mal Monster hier bei uns. Dabei ist doch gar nicht mehr Halloween. Stimmt, was wollen die ganzen Monster hier? Und das habe ich auf jeden Fall auch noch nicht in der Monsterschule gesehen, was aus dem Klo gekommen ist. Das hätte ich sonst gekannt. Vorsichtshalber gucke ich lieber noch mal rein. Ich könnte auch eigentlich auf die Toilette gehen. Oh, hast du mich erschreckt? Wo kommst du denn her? Ich habe mich hier versteckt. Ich wollte eigentlich fragen, ob du vielleicht meinen Cousin gesehen hast. Der ist auch so grün wie ich. Und er hat auch ganz doll Angst vor Kindern. So wie ich. Ach, Frankie, du brauchst auch keine Angst haben vor Kindern. Die tun dir nichts. Kinder haben Angst vor Monstern. Also irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich weiß, dass du Emma bist, weil du wohnst ja hier. Und ich sollte dich auch schon mal erschrecken, aber an irgendwen erinnerst du mich doch. Aber ich komme einfach nicht drauf. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Frankie, ich weiß ganz genau, du kennst mich auch. Komm mit in mein Zimmer, ich zeig dir was.
Also, Frankie, du musst hier stehen bleiben und die Augen zumachen. Hast du gehört? Die Augen zumachen? Aber dann kann ich ja gar nicht sehen. Tada, guck! Ich bin Emma. Oder auch bekannt als Taschengeldmumie. Wir kennen uns aus der Monsterschule. Ach ja, du bist die Taschengeldmumie. Jetzt weiß ich's wieder. Ich gehe mal wieder auf die Suche nach meinem Cousin. Der muss hier irgendwo sein. Bestimmt versteckt er sich in der Toilette, da fühlt er sich immer sicher. Ach Mann, heute weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht könnte ich ja mal wieder ein bisschen umdekorieren. Aber ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses Rosa. Ich finde das richtig schön. Das will ich gar nicht wegmachen. Und das gefällt mir auch so gut. Dieses schöne Blau. Also in meinem Zimmer will ich nicht umdekorieren. Aber wo könnte ich denn dann umdekorieren? Vielleicht hier, in der Küche. Aber ich muss sagen, das sieht echt cool aus mit diesen Blättern auf dem Boden. Und auch das pinke Washi-Tape. Ich glaube, den anderen gefällt das auch richtig gut. Aber wo könnte ich denn dann dekorieren? Wenn ich so nachdenke, ich hätte da vielleicht eine Idee. Und zwar, Sonja hat doch letztens meiner Mama den Schlüssel gegeben für ihr Haus. Falls mal irgendwas ist, hat sie gesagt. Und ich glaube, heute ist es soweit. Ich brauche den Schlüssel für das Haus von Familie Feenstaub und dann gibt's da eine riesengroße Überraschung. Vielleicht fällt mir noch was viel Besseres ein, aber als erstes brauche ich den Schlüssel von Familie Feenstaub. Mama? Keine Antwort. Ich glaube, ich kann mir den einfach nehmen. Da wird Mama wohl nichts dagegen haben. So, aufgeschlossen und schon bin ich bei Familie Feenstaub drin. Und ich glaube, also Louis müsste eigentlich heute im Skatepark sein. Und Manuel ist auf der Arbeit. Und Sonja ist wahrscheinlich gerade mit Lea unterwegs. Aber ich will ja auch jetzt nicht irgendwo hier reinplatzen. Ich meine, ich ruf mal lieber. Hallo, ist jemand zu Hause? Manuel! Sonja! Louis! Lea? Also anscheinend ist niemand da. Oh Mann, ich fühle mich fast wie eine Einbrecherin. Gut, dass ich die ganzen Dekosachen noch mitgenommen habe. Und jetzt geht's los. Also hier sieht's eigentlich ziemlich cool aus. Obwohl ein bisschen Deko und ein paar Bilder an den Wänden würde auch vielleicht nicht schlecht sein. Aber ich hab's ja eben schon gesagt, ich habe noch eine viel bessere Idee. Ich werde heute was richtig Gruseliges machen. Und zwar nicht hier im Wohnzimmer. Und auch nicht in Leas Zimmer. Es wird ein Prank an Louis. Ich werde Louis Zimmer umgestalten. Und zwar für Halloween. Es wird heute richtig gruselig und ich habe auch richtig coole Halloween-Deko erwischt. Und die werde ich jetzt erstmal rausholen und euch zeigen. Also als erstes habe ich große Poster. Und da habe ich extra die gruseligsten Sachen genommen, die ich gefunden habe. Wow, eine Schlange. Also, wenn mir so eine riesengroße Schlange begegnen würde, ich glaube, da hätte ich mächtig Angst. Und dann habe ich zwei große schwarze Katzen. Meine schwarze Katzen, das sagt man doch immer. Was sagt man da noch? Ich glaube, die bringen Pech oder so. Aber ich finde sie eigentlich mega süß. Nur ich glaube, die sind für die Halloween-Deko echt genau das Richtige. Und dann habe ich noch einen Blitz mitgebracht. Wenn es gewittert, dann habe ich auch manchmal Angst. Also das ist schön gruselig. Obwohl der Blitz... Doch. Dann habe ich noch diesen Tiger gefunden. Ich finde, der sieht auch gruselig aus. Und was ich dann noch entdeckt habe, das ist wirklich die Höhe. Guckt euch das mal an. Ich meine, wer macht sowas? Ich liebe Einhörner. Und wer... Macht denn sowas Komisches? Ich meine, das hat total schiefe Zähne und da kommt ein Regenbogen aus dem Mund raus. Also das ist echt nicht schön. Das sieht gruselig aus. Also, das sollte wirklich verboten sein, mit Einhörnern sowas zu machen. Dann habe ich noch was, das ist wirklich perfekt für Halloween. Ein Geist! Und jetzt ist es wirklich, ich glaube, das ist das gruseligste überhaupt. Ein riesengroßes Glibberauge. Das sieht aus wie diese Süßigkeitenaugen, die man essen kann. Ich meine... die sind ja auch immer an Halloween, diese Glibberaugen, diese Glubschi-Augen. So, und dann habe ich noch mehr in meiner Tasche. Apropos Glubschi-Augen. Ich habe noch große Glibberaugen zum Dekorieren. Und die werde ich irgendwo richtig schön hier im Zimmer hinlegen. Und wenn Louis reinkommt, oh Mann, der wird sich heute so erschrecken. Das ist ein richtiger Prank heute. Und es geht natürlich gruselig weiter. Ich habe noch tolle Spinnen.
Also, ich mag ja Spinnen eigentlich, aber sie sind schon echt gruselig und auch ein bisschen eklig. Und ich glaube, Louis wird sie auch ganz schön gruselig finden. Dann habe ich noch eine Kerze und eine Laterne. Damit werde ich sie richtig schön schaurig in Louis' Zimmer machen. Und zu guter Letzt noch einen Skorpion. Ich finde, der sieht auch gefährlich aus und irgendwie auch gruselig. Also das sind all die Materialien, die ich besorgen konnte. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was kommt wohin. Und ich glaube, als erstes fange ich an mit den Postern. Oder, nee, als erstes kommt eine gruselige Laterne hier hin. Ich kann es ja dann ganz dunkel machen und dann ist nur die Laterne an. Und dann kommt Louis rein und denkt, oh, was ist in meinem Zimmer passiert? Und die Augen, ich glaube, die lege ich zu der Lampe dazu. Dann weiß er gar nicht, was alles Auge ist und was vielleicht auch eine Lampe ist. Könnten eigentlich auch drei Augen sein. Dann auf dem Sofa die Riesenspinne. Oh Mann, der wird einen Schrecken bekommen. Und die kleinen Spinnen, die krabbeln hier auf dem Boden rum. Dann im Regal einmal unten der Skorpion und oben die Kerze. Oh Mann, das ist... Oh, schaurig. Jetzt hier an der Wand, bei den Glibberaugen auch noch das große Glibberauge. Also das sieht echt gruselig aus. Man könnte denken, dass es einen anguckt. Und hier über Louis' Bett, da ist der gruselige Geist. Obwohl, ist der eigentlich gruselig oder ist der süß? Ich finde ihn, glaube ich, süß. Aber damit es noch ein bisschen gruseliger wird, daneben das Gewitter. Und in die Ecke da... Oh, da habe ich auch eine gute Idee. Da kommt das Kätzchen. Oh, und das guckt dann so übers Bett hinweg. Wenn Louis dann wach wird, morgens, dann kann er sich gleich erschrecken. Und in die Ecke kommt noch die Schlange. Wenn er die sieht, ich glaube, der wird schreien vor Angst. Obwohl die auch irgendwie süß ist. Und die Sticker, wo tue ich die denn noch hin? Hier ist gar kein Platz mehr. Vielleicht sollte ich das eine auch noch lieber mit nach Hause nehmen und vielleicht einfach wegtun. Dann schaue ich mal in meiner Tasche. Ich habe doch noch mehr mitgebracht. Obwohl, bevor ich das aus der Tasche hole, der Tiger, soll ich den vielleicht noch irgendwo hinmachen? Nein. Ich glaube, den nehme ich auch lieber mit nach Hause. Aber jetzt hole ich das noch raus, was ich besorgt habe. Das ist auch noch perfekt für meine Gruseldeko. Eine riesengroße, orangefarbene Pappe. Und da kann ich jetzt noch mit schwarzem Filzstift was draufmalen. Und ich werde so gruselige Sachen malen. Als erstes einen Kürbis. Oh, der ist echt gruselig geworden. Schaut mal, wie böse der guckt. Und eine kleine Fledermaus. Wenn Louis die bloß sieht. Und ein Spinnennetz. Und jetzt weiß ich, was ich damit mache. Da setze ich die kleinen Spinnen drauf. Was könnte ich denn noch malen? Erstmal die Spinnen draufsetzen. Oh, das sieht echt klasse aus. So, Lea, da wären wir wieder. Aber irgendwie komisch. Ich meine, die Tür war gar nicht abgeschlossen. Also, ich konnte einfach nur mit dem Schlüssel einmal kurz bewegen und schon war die Tür auf. Und ich meine, ich habe vorher doch abgeschlossen, vielleicht sogar doppelt abgeschlossen. Vielleicht hast du es vergessen, Mama. Ja, du könntest recht haben. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich was vergessen habe. Denn Papa ist noch nicht wieder da. Der müsste eigentlich noch bei der Arbeit sein. Oder ist er vielleicht früher wieder gekommen? Manuel? Oh, oder Mama, vielleicht sind Einbrecher da. Also das glaube ich eigentlich nicht. Hier sieht es nicht so aus, als hätte hier jemand eingebrochen. Aber komisch ist es schon mit der Tür. Oh nein, habe ich da gerade was gehört? Oh, ich glaube, ich habe zu lange gebraucht. Hoffentlich werde ich jetzt nicht auf frischer Tat ertappt. Was mache ich denn jetzt? Soll ich mich verstecken oder vielleicht lieber schnell aus dem Fenster klettern? Ach nee, ich bin ja hier ganz oben. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, jetzt ist mir auch noch der Stift runtergefallen. Hä? Also, jetzt habe ich aber auch was gehört. Hallo, ist da jemand? Ja, hallo, Sonja, ich bin es, Hanna Vogel. Ach, hey Hanna, schön, dass du da bist. Wo bist du? Oh, cool, Hanna ist da. Hanna. In meinem Zimmer ist Hanna gar nicht. Oh, da ist Hanna. Hallo, Hanna. Also, das ist ja eine Überraschung, dass Hanna da ist. Hanna, ich komme auch hoch. Wow, wie cool ist das denn? Das sieht so schön aus. Kannst du das mit meinem Zimmer auch machen? Oh, Spinnen. Und oh, eine Fledermaus hast du gemalt. Und da, oh, das sieht alles richtig toll aus. Oh, Lea ist ja begeistert. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sie sich richtig erschreckt, weil das alles so gruselig aussieht. Oh, der Geist, der ist ja süß. Hallo, Hanna. Ich meine, das ist ja eine Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du hier bei uns bist. Wie bist du denn reingekommen? Mit dem Schlüssel, den ich bei euch deponiert habe? Oh, wow. Hast du hier umdekoriert?
Eine schöne Laterne. Und auch ein Kätzchen. Das ist ja schnuckelig. Hanna, oh, also das muss man dir wirklich lassen. Du bist so gut im Dekorieren. Du holst immer aus jedem Raum so richtig viel raus. Das sieht einfach toll aus, was du hier gemacht hast. Louis wird begeistert sein. Er wird das neue Zimmer lieben. Also ist es nicht gruselig? Ich dachte, er wird total erschrocken sein und schaudern vor Angst. Also das ist nicht gruselig, das ist süß alles. Kannst du das bei mir auch machen, bitte? Ja, Lea, ich kann gerne helfen, dein Zimmer umzudekorieren. Aber ich bin gerade schon ein bisschen enttäuscht, dass die das gar nicht gruselig finden. Hanna, also nein, das ist einfach cool. Das ist süß. Das ist eine richtig coole Deko. Aber sag mal, Hanna, ist das eine Halloween-Deko? Ja, genau. Ich wollte für Louis für Halloween dekorieren. Und ich wollte, dass er sich erschreckt. Eigentlich sollte das ein Prank sein. Oh, Hanna, ich liebe das. Komm mit in mein Zimmer. Hanna, also da muss ich dich echt enttäuschen. Ich meine, gruselig ist es nicht geworden, aber Louis wird's gut finden. Aber ich glaube, ein Prank ist das nicht. Der hat schon die ganze Zeit davon gesprochen, dass er gerne sein Zimmer mal umgestalten möchte. Der wird das cool finden. Naja, also das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wenn man mit einem Prank dann auch noch jemanden glücklich machen kann, ist doch gut. Aber na gut, Lea, dann komme ich mal mit in dein Zimmer und schau mir an, was du dir so vorstellst. Also das ist ja echt schön mit dieser Dekoration, aber Halloween? Ist Hanna da nicht ein bisschen früh dran? Oh, was für ein guter Morgen. Ich habe richtig gut geschlafen. Nur komischerweise lag auf einmal der Laptop neben mir. Naja, dann ab ins Badezimmer. Ach, ich glaube, meine Klamotten habe ich mir oben schon hingelegt. Nee, nein, 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 das kann jetzt wirklich nicht sein. Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Ich meine, Julia hat mich letztens schon eingesperrt. Sag bloß, das ist schon wieder so ein Entkommen. Entkommen vor Julian aus der Luxusvilla oder aus Hannas Zimmer. Och nein, da habe ich wirklich heute gar keine Lust zu. Ich wollte mich gleich wieder mit Sven verabreden. Immer wenn ich mich mit Sven verabreden will, lässt Julian sich so einen Quatsch einfallen. Hallo Julian, Julian Vogel, lass mich hier raus. Ich habe da keine Lust zu heute. Da oben hat Julian was hingelegt. Einen Zettel. Ja, das ist Julians Handschrift. Löse das Rätsel. Och nee, ich soll schon wieder ein Rätsel lösen? Aber vorher wird er mich hier wohl nicht rauslassen. Aber ich habe da wirklich keine Lust zu. Mann, immer dieses Entkommen. Julian, lass mich raus. Was für ein Rätsel meint er denn wohl? Ist hier irgendwo irgendwas versteckt? Vielleicht wieder irgendwelche Hinweise? Muss das immer sein, wenn ich eigentlich gar keine Lust dazu habe? Also hier sehe ich nichts. Das sieht alles ganz normal aus, wie immer. Und da sind auch keine Hinweise versteckt. Und da auf meinem Bett? Obwohl, da ist der Laptop. Vielleicht hat der damit irgendwas zu tun? Ich meine, gestern war der da, glaube ich, noch nicht, als ich eingeschlafen bin. Dann schaue ich mal. Oh, ich glaube, da hat Julian ein Rätsel für mich hinterlegt. Aha, ein Rätsel über Halloween? Wow. Na gut. Dann, ja, dann mache ich das einfach, wenn ich dann rauskomme. Also gut, dann kann's ja losgehen. Ich bin bereit für die erste Frage. Okay, Halloween-Quiz, teste dich. Ist Halloween am 30.10.? Also das ist auf jeden Fall am Ende vom Oktober. Oh nein, da läuft ja sogar die Zeit. Ich habe ja nur noch 4 Minuten und 36 Sekunden. Ist Halloween am 30.10.? Wie viele Tage hat denn der Oktober nochmal? Also der Januar, Februar, März, April. Wie kann man sich das denn nochmal merken? Ich glaube, das ist am letzten Tag im Oktober. Und ich glaube, der Oktober hat 31 Tage. Also ist das falsch. Dann geht's weiter. Man verkleidet sich an Halloween lustig. Also, nein, ich glaube nicht. Ich meine, ich habe mich schon mal als Hexe verkleidet oder als Geist oder als Kürbis. Nee, das ist alles nicht lustig, sondern gruselig. Also, man verkleidet sich an Halloween lustig, ist falsch. Okay, nächste Frage. Wie viele Fragen gibt es denn überhaupt? Also, ich glaube, es sind insgesamt 10 Fragen. Und wenn ich die alle richtig beantworte, dann lässt Julian mich hoffentlich hier raus.
An Halloween werden oft Süßigkeiten gesammelt. Ja, man geht von Haus zu Haus und sammelt Süßigkeiten ein. Das stimmt. Okay, jetzt die nächste Frage. Vampire lieben Knoblauch. Wie war das denn nochmal? Also, Papa mag auch voll gerne Knoblauch. Und der ist kein Vampir. Und ja, Mama isst auch manchmal Knoblauch. Und Emma und ich mögen nicht so gerne Knoblauch. Aber ich glaube, das hat alles nichts mit Vampiren zu tun. Wenn ich jetzt Emma fragen könnte. Ich meine, die kennt ja ein paar Vampire persönlich. Die hatte ja früher mal diese Monsterfreunde. Vampire lieben Knoblauch. Nein, ich glaube, die lieben keinen Knoblauch. Kann man nicht mit Knoblauch Vampire verjagen oder verscheuchen? Ich glaube, das ist falsch. Dann ab zur nächsten Frage. Hexen haben meist einen Besen. Also, ja, ich glaube, das stimmt. Die können doch auf dem Besen reiten oder fliegen oder wie auch immer. Und, ja, doch, Hexen haben meist einen Besen. Das stimmt, das ist wahr. Nun kommen wir zur nächsten Frage. Ich bin schon bei Frage Nummer 6. Also, wenn das so weiterläuft, bin ich gleich hier raus. Vampire? Och nein, schon wieder eine Frage über Vampire. Ich glaube, mit Vampiren kenne ich mich nicht gut aus. Vampire schlafen tagsüber und sind nachtaktiv. Also Vampire, die sind glaube ich so wie Fledermäuse. Und Fledermäuse, die gibt es ja auch immer nur in der Nacht, wenn es dunkel wird. Ich habe schon mal, als wir abends im Garten waren im Sommer, da habe ich schon mal gesehen, wie eine Fledermaus über uns hergeflogen ist. Da war es schon ein bisschen dämmerig. Und tagsüber habe ich noch nie eine Fledermaus gesehen. Ich glaube, das ist wahr. Oh, oh, ich habe nur noch 1,5 Minuten. An Halloween wird oft nach Süßen oder Saurem gefragt. Ja, das stimmt, das ist wahr. Jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Frage Nummer 8. An Halloween darf man auch spät abends raus. Naja, das kommt darauf an, ob die Eltern einem das erlauben. Aber ja, man geht doch an Halloween abends dann von Haus zu Haus und sagt Süßes oder Saures und bekommt dann hoffentlich ganz viele Süßigkeiten. Oder man geht abends auf eine Halloween-Party. Und das ist auch meistens abends. Ja, meistens, wenn es dunkel ist. An Halloween darf man auch spät abends raus. Ja, das stimmt. So. Oh, nur noch 2 Fragen. Die nächste Frage ist Frage Nummer 9. An Halloween stehen meist keine Kürbis vor der Tür. Nein, also wenn überhaupt, gibt es Kürbisse doch zu Halloween. Und ich weiß doch noch, wie Emma damals so Angst vor Kürbissen hatte. Und ich glaube, das war auch zur Halloween-Zeit. Also stehen die keine? Das ist falsch. Also es stehen Kürbisse vor der Tür. Oh, und jetzt ist schon die letzte Frage. Und ich habe nur noch 15 Sekunden gleich. An Halloween gibt es immer einen Süßigkeitenstrumpf, welcher vor der Tür liegt. Ein Strumpf? Nein, was hat denn ein Strumpf mit Halloween zu tun? Das ist falsch. Und jetzt? Jetzt muss ich schnell auf... Oh, 3, 2, schnell auf Auswertung. Puh, ich hab's geschafft. Halloween-Quiz, du bist ein richtiges Halloween-Genie. Du solltest jedes Jahr eine Feier schmeißen. Oh, vielleicht sollte ich dieses Jahr auch eine Feier schmeißen. Und dann alle meine Freunde aus der Schule einladen. Und Louis und Lea und Sonja und Manuel. Und vielleicht möchten Emma und Lea auch die Kinder aus der Kita mit einladen. Das wäre auf jeden Fall richtig toll. Und ich glaube, damit habe ich das Quiz erstmal gelöst. Also anscheinend hatte ich keinen Fehler, sonst wird doch da nicht stehen, dass ich ein Halloween-Genie bin. Hallo Julian, hast du gehört? Ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Kann ich jetzt hier raus? Oh, sag bloß, ich muss noch ein Quiz machen oder noch irgendwas suchen, irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Aufgaben machen. Nicht wieder eine Matheaufgabe oder sonst irgendwelche Schulaufgaben. Oder hoffentlich muss ich nicht Julians Hausaufgaben dafür machen. Ach, der wird auch auf alle Ideen kommen. Julian, löse das Rätsel. Ich habe das Rätsel gelöst. Also das Rätsel war halt ein Halloween-Rätsel. Ein Halloween-Quiz. Und ich habe alles richtig beantwortet. Also lass mich doch endlich raus, Julian. Oh, ich glaube, der Schrank hat sich bewegt. Julian? Oh, und der Schrank hat sich noch mehr bewegt. Ich glaube, ich werde rausgelassen. Ja, ich kann wieder raus. Julian? Na, warte! Diesmal kriege ich dich!
Guten Morgen, liebe Kinder. So, die Herbstferien sind ja jetzt schon etwas länger um. Und ich freue mich natürlich darauf. Endlich wieder stinknormaler Unterricht. Ihr hattet ja jetzt lange genug frei. So, und ich würde sagen, keine Zeit mehr vergeuden. Wir fangen direkt an mit dem Unterricht. So, solange ich jetzt die Tafel sauber machen werde, könnt ihr schon mal bitte eure Hefte aufschlagen. Ach ja, also normalen Unterricht, den habe ich jetzt nicht so vermisst. Ja, ich auch nicht. Und ich finde, ja, ist schon langweilig. Also, es könnte mal echt was Cooles hier in der Schule passieren. Leute, es ist doch bald Halloween. Vielleicht habt ihr Lust mal, um die Häuser zu ziehen oder so, irgendwas Cooles zu machen. Also, auf Halloween hätte ich echt Lust drauf, aber Süßigkeiten zu sammeln und dann rumzulaufen, nee, also ich glaube, dafür bin ich echt zu alt. Oh yeah, also ich liebe Halloween. Lass uns verkleiden und irgendwas Cooles unternehmen. Ich meine, es gibt doch genug Sachen, die man machen kann. Also, ich finde Halloween auch cool und ich würde auf jeden Fall gerne einen Film schauen, aber keiner, der so gruselig ist, weil ich mag nicht so gerne so spannende Filme. Also, ich bin auch für Filmschauen. Mir ist das auch egal, ob der ein bisschen spannend ist oder nicht. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ein Filmabend klingt super. Also wer stört denn jetzt hier meinen Unterricht? Der hat schon begonnen. Ach, guten Morgen, Frau Pink. Ich bin es bloß, die Direktorin, die ihren Unterricht einmal ganz kurz stören muss. Ach, Sie stören natürlich nicht. Kommen Sie doch natürlich gerne herein. So, Kinder, ihr wisst ja, Halloween steht vor der Tür und ich möchte dieses Jahr mal etwas ganz Besonderes machen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir veranstalten dieses Jahr einen wunderbaren Halloween-Schulball. Dort könnt ihr Kinder euch verkleiden und wir werden eine richtig coole Party haben. Das heißt, es wird tolle Musik laufen und wir können tanzen und Spaß haben. Habt ihr Lust darauf? Dann würde ich nämlich jetzt eine Umfrage starten. Yeah, voll cool. Auf jeden Fall. Das ist ja der Hammer. Boah, Mädels, das kommt ja wie gerufen. Ich meine, wir haben doch auch gerade erst darüber gesprochen, was wir an Halloween machen. Das ist doch super. Das ist echt richtig cool und da lernen wir bestimmt auch noch neue, coole Leute kennen. Und oh Mann, ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich für ein Kostüm tragen soll. Wunderbar, das klingt ja schon mal perfekt. Ich bräuchte jetzt nur noch ein paar freiwillige Schüler, die Lust haben, die Schule zu dekorieren. Ja, wir haben auf jeden Fall Lust, wir. Das würden wir gerne übernehmen. Ach, ich wusste, dass ich doch die richtigen Mädels anspreche. Super. Also wir haben auch voll Lust, Frau Direktorin. Also zwar nicht dekorieren, aber auf jeden Fall irgendwie was Cooles zu unternehmen an Halloween. Okay, wunderbar. Das ist ja schon mal perfekt. Dann habe ich ja jetzt meine freiwilligen Mädels gefunden. Okay, dann könnt ihr eigentlich gleich schon mit dem Dekorieren starten. Yeah, auf jeden Fall. Super, aber eine Frage hätten wir noch. Wir müssten doch dann jetzt leider aus dem Unterricht raus, oder? Tut uns leid, Frau Pink. Moment mal. Der Unterricht wird dann natürlich nicht entfallen und ihr habt jetzt ganz normal Unterricht. Es wird dafür eine Zusatz-AG geben. Da habt ihr dann Zeit, die Schule zu dekorieren. Ja, okay, alles klar. Also das finde ich ja wirklich super. Auch, dass wir den Unterricht dann jetzt fortführen können. Halloween-Party, schön und gut, aber ich hoffe, dass wir als Lehrer da nicht dran teilnehmen müssen. Aber natürlich, Frau Pink, wir müssen ja schließlich die Kinder beaufsichtigen. Huch, also, das passt mir jetzt nicht so ganz in den Kram. Also, an Halloween hatte ich eigentlich schon etwas anderes geplant. Also, ich hatte mir nämlich eigentlich ein neues Puzzle bestellt gehabt. Das wollte ich ganz gerne spielen. Ja, und außerdem muss ich auch auf meine Katzen aufpassen zu Hause. Naja, Frau Pink, Sie könnten ja Ihr Puzzle bestimmt auch noch einen anderen Tag machen. Lehrer haben hier auf jeden Fall Anwesenheitspflicht. So, ich werde jetzt auch euren Unterricht nicht weiter stören. Mädels, ihr könnt gerne nach dem Unterricht einmal zu mir kommen. Bis später. Also, eigentlich habe ich ja Angst an Halloween. Also Geister und dieses ganze Gruselige, das ist nicht meins. Aber jetzt erstmal weiter mit dem Unterricht. Yeah, voll cool. Jetzt haben wir erstmal wieder ein neues, cooles Projekt. Yeah, wir freuen uns. So, Kinder, und wenn ihr da am Dekorieren seid, bitte nicht ganz so gruselig. Ihr wisst ja, ich bin da etwas schreckhaft. Ich mag das nicht so sehr. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Eigentlichen hier. Also, Bücher bitte Seite 7 aufschlagen. Oh Mann, also Frau Pink, die stellt sich irgendwie immer richtig an. Ja, die ist echt langweilig, aber wenigstens haben wir jetzt ein neues Projekt. Oh ja, das stimmt. Ich freue mich schon, wenn der Unterricht vorbei ist. Dann können wir endlich dekorieren. Also, wir müssen uns auf jeden Fall noch überlegen, als was wir gehen. Vielleicht könnten wir ja irgendwie so ein Gruppenkostüm haben, dass wir alle drei so ein ähnliches Kostüm tragen. Also das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Oh ja, das finde ich auch. Wir könnten ja vielleicht als die drei Hexen gehen. Ja, herein. Hallo Frau Direktorin, wir sind da. Wir wollten jetzt fragen, ob wir jetzt anfangen können mit dem Dekorieren. Ach, ihr seid's. Wunderbar. Ich habe schon auf euch gewartet. Klar, ihr könnt starten. So,
Also, die ganze Deko und alles, was ihr braucht, befindet sich noch beim Hausmeister. Er weiß auch schon Bescheid, dass ihr kommt. Geht einfach dort vorbei. Beim Hausmeister? Aber wo denn da? Da kann doch gar nicht so viel Deko sein. Der hat doch nur so eine kleine Kammer. Also, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Keine Sorge, ihr Lieben. Wir haben doch noch hinterm Haus in diesem kleinen Schulgarten noch diese Hütte. Und da ist noch einiges an Dekokram drin. Ich würde es ja selber abholen, aber der Hausmeister ist gerade ein bisschen seltsam. Ich möchte auch jetzt nicht hin. Ich kann auch nicht weg. Ich muss nämlich gleich noch telefonieren. Geht ihr gerne dorthin. Bis später. Okay, alles klar. Wird erledigt. Super, vielen Dank. Viel Spaß euch und seid vorsichtig. So, jetzt aber wirklich. Viel Spaß beim Dekorieren. Okay. Diesen Schuppen in den Garten, den kenne ich übrigens. Ist der nicht schon längst irgendwie zugemacht worden oder so? Komisch. Nein, nein, der Hausmeister hat das kleine Häuschen nur renoviert und es ist jetzt auch wieder freigegeben. Also, ihr könnt gehen. Alles klar, los geht's. Seid vorsichtig. Also, ich finde es irgendwie merkwürdig, dass die Direktorin nicht selber gehen will, weil bis jetzt sollten wir doch nicht in diese Gartenhütte gehen eigentlich. Ja, und sie hat auch gesagt, der Hausmeister wäre so komisch drauf. Ja, also mir wurde gesagt, dass wir da nicht mehr hingehen sollen, weil da irgendwie Einsturzgefahr ist, weil die Hütte so alt ist. Aber gut, wenn die Direktorin gesagt hat, dass es jetzt renoviert wurde, dann wird das wohl schon stimmen. Ja, und der Hausmeister, der ist wahrscheinlich nur im Halloween-Fieber, weil der freut sich wahrscheinlich auf Halloween, so wie wir auch. Ja, das denke ich auch. Okay, Mädels, kommt, wir gehen jetzt endlich mal in diese Hütte. Ich kenne den Weg, mir nach. Also das sieht mir wirklich nicht nach einer renovierten Hütte aus. Außerdem, das ist doch nicht nur ein kleiner Garten hinterm Haus, wir sind doch schon im Wald hier. Kurr, kurr, kurr. Also es sieht schon ein bisschen gruselig aus hier, finde ich. Alles ist auch so zugewuchert hier. Und nachts würde ich hier auf jeden Fall nicht alleine rumlaufen wollen. Naja, wir sind ja auch nur wegen der Deko hier. Jetzt lass uns die schnell holen und dann können wir ja wieder zurück zur Schule. Ja, aber ich sehe den Hausmeister gar nicht. Hallo, Hausmeister. Scheint keiner da zu sein. Ich guck mal hinterm Haus nach. Hallo, ist hier jemand? Ich schau mal durch die Tür, weil vielleicht ist er ja auch einfach nur eingeschlafen und macht ein Nickerchen. Hallo, Herr Hausmeister. Oh, Hannah, ich hab schon geguckt. Sieh mal, da hinten ist, glaube ich, die Deko. Ja, das scheint sie zu sein. Super. Ach, was macht ihr da an meiner Hütte? Uah, wer ist das denn? Uah. Au, das ist ein Geist oder so. Wow, huch, wer war das? Wer sind Sie denn? Ein Geist, Leute, lauft! Ach, ein Geist? Ha, nein, ich bin kein Geist. Sind Sie etwa der Hausmeister? Ich bin ein Pirat, arr. Leute, ich glaube, das ist der Hausmeister. Und jetzt verstehe ich auch, was die Direktorin meinte mit komisch drauf. Der scheint ja wirklich voll im Halloween-Fieber zu sein. Hausmeister, wir wollten nur die Deko abholen, mehr nicht. Ja, genau, ich bin der Hausmeister. Die Halloween-Deko, ja, die ist in der Hütte. Okay, ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt diese Deko und dann suchen wir ganz schnell das Weite. Die ist in der Hütte. Also greift ruhig zu und verwandelt die Schule in ein Halloween-Schloss. Hahaha. Ich schließe euch eben auf. So, dann könnt ihr jetzt die Deko rausholen. Danke, Herr Hausmeister. Haben Sie vielleicht eine Schubkarre oder so? Weil das sind wirklich viele Kisten. Ich weiß nicht, ob wir das tragen können. Ich glaube nicht. Wie auch immer, das kriegen wir schon hin. Lass uns jetzt die Sachen packen und jetzt schnell abhauen. Also der Hausmeister ist echt ein bisschen komisch. Ich finde es ja cool, dass er sich so freut wegen Halloween, aber er sagt die ganze Zeit, er ist ein Pirat. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Arr, Kinder, dekoriert die Schule schön, damit die Geister wieder zum Leben erwachen. Und gebt Acht um Mitternacht. Leute, also der ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja, lieber Herr Hausmeister, wir werden unser Bestes geben. Tschüss. Herr Hausmeister, wo ist der hin? Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich will es gar nicht wissen. Lasst ihn schnell weg hier. Also ich hätte schwören können, dass er eben noch da war. Und auf einmal ist er weg. Das ist echt merkwürdig. Also die Deko, die werde ich auf jeden Fall nicht zurückbringen. Das bleibt schön in der Schule hängen. Also ich werde nicht nochmal hier hingehen. Das kann die Direktorin dann schön alleine machen. So, Gott sei Dank haben wir es jetzt geschafft, alle Sachen hier hinzuschleppen, auch ohne Schubkarre. Ja, ich würde sagen, lass uns endlich anfangen zu dekorieren. Okay, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ich mache die Spinnenweben dran. Die müssen ja hier auch irgendwo in der Kiste sein. Und ihr könntet die anderen Sachen dranbringen. Das ist eine wunderbare Idee. Okay, lass uns anfangen. Auf geht's! Yeah! Boah, ich sehe schon überall so coole Kürbisse und Spinnen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, dann schaue ich mir die Spinnenweben an. Alles klar. Hä, wo sind die denn? Die müssten doch hier irgendwo sein. Nimmst du die schon mal an? Zieh einfach. Okay,
Wir haben sie gefunden. Wow, das Spinnnetz ist ja riesengroß. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie hier dran bringen. Okay, während die das machen, dann fange ich jetzt mit den Kürbissen an. So, hier ist schon mal der erste. Und den stelle ich gleich da vorne hin. Puh, der ist aber schwer. Ich glaube, vor den Schließfächern macht er sich ganz gut. Hey, das sieht schon echt gut aus. Also, ich muss sagen, die Halloween-Stimmung, die kommt jetzt schon rüber. So, dann stelle ich hier auch noch einen hin. Und den nächsten hier hin. Ja, Mädels, wir haben es echt geschafft. Schaut euch mal um, wie cool das hier aussieht. Also, ich würde sagen, Halloween kann kommen. Boah, das sieht wirklich richtig cool aus. Das mit den Spinnnetzen und das Skelett, das sieht wirklich richtig gruselig aus. Also, ich finde, wir haben richtig gute Arbeit geleistet und ich glaube, der Frau Pink wird das nicht so gut gefallen. Vor allem die Klassenräume, die sehen so richtig schaurig aus. Und mit diesen leuchtenden Spinnen, die sehen richtig echt aus. Ich wünschte, unser Klassenraum könnte immer so aussehen. Wirklich gute Arbeit geleistet, Mädels. Ich bin gespannt, wie alle morgen reagieren und ich würde sagen, die Halloween-Party kann kommen. Ja, und jetzt müssen wir uns nur noch um unser Kostüm kümmern. Stimmt. Da sagst du was. Ich würde sagen, Hannah, du hast doch die Idee mit den Hexen. Lass uns das doch wirklich in die Tat umsetzen. Halloween, Halloween. Bald ist Halloween. Aber was können wir an Halloween denn Cooles machen, Louis? Hast du schon eine gute Idee? Nee, eigentlich nicht so. Ich muss nämlich mit Lea Süßigkeiten sammeln gehen. Aber ich glaube, das wird ganz lustig. Was? Du musst mit Lea Süßigkeiten sammeln gehen? Ich muss auch mit Emma Süßigkeiten sammeln gehen. Vielleicht können wir uns ja zusammen treffen und dann können wir jetzt zu vier Süßigkeiten sammeln gehen. Das wäre bestimmt echt lustig, oder? Was hältst du davon? Ja, das wäre echt cool. Ich meine, die letzten Jahre bin ich immer alleine gegangen, beziehungsweise mit Lea. Und Lea war schnell müde, weil sie immer heimlich die Süßigkeiten genascht hat. Und dann war alles weg und nichts mehr ist für mich übrig geblieben. Und wenn wir uns zusammen aufteilen, haben wir eine größere Beute. Also, das ist eine echt coole Idee. Weißt du schon, als was du gehst? Nee, nicht wirklich. Vielleicht gehe ich als Werwolf oder als Mumie. Oder, was ich auch richtig cool fände, wenn man als Vampir gehen würde. Ja, das sind echt coole Kostüme. Weißt du was? Oder als Frankenstein. Das wäre auch voll cool. Ja, und Louis, weißt du, was mir so einfällt? Wenn wir beide das gleiche Kostüm haben und wir dann zufälligerweise ein paar Streiche an Halloween machen. Ich meine, der Spruch heißt ja Süßes oder Saures. Und wenn man nicht Süßes bekommt, dann gibt es Saures. Und wenn wir dann keine Süßigkeiten bekommen, können wir ein paar Streiche spielen. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Weil dann weiß niemand, wer es war, weil wir ja Kostüme hatten und man kann nicht zuordnen, ob du es warst oder ich oder doch jemand anders mit einem Halloween-Kostüm. Das ist eine echt coole Idee. Ja, finde ich auch. Weil wenn wir beide als Mumie gehen würden, dann würde ich sagen, eine Mumie hat uns Streiche gespielt. Ja, das ist eine super Idee. Okay, dann können wir auf jeden Fall erstmal mit Lea und Emma Süßigkeiten sammeln gehen. Dann haben wir auch ein paar Snacks für den Abend. Das wäre doch voll cool. Ja, finde ich auch. Also, der Halloween-Abend kann auf jeden Fall starten, mit Süßigkeiten sammeln gehen, ein paar Snacks und dann schöne Streiche. Das finde ich echt gut. Und weißt du was, Louis? Wir können ja schon mal üben, als Mumie gleichzeitig zu gehen. Wow, wir sind eine Mumie. Ja, das ist voll lustig. Ja, und die Streiche, die werden noch lustiger. Und dann denken sie so, irgendeine Mumie. Und keiner weiß, Julian oder Louis. Das werden sie so einer von euch. Und wir sagen einfach, nein, keiner von uns. Oh Mann, die Streiche, ich freue mich schon so sehr. Hast du schon welche im Petto? Moment mal, habe ich etwa richtig gehört? Streich? Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Also, keiner ruiniert unseren wunderbaren Halloween-Ball. Hannah, was, seit wann bist du da? Wie lange hörst du uns schon zu? Ich höre euch schon die ganze Zeit zu und lang genug, um zu wissen, was ihr hier wieder für einen Blödsinn plant. Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das war und wie viel ich da mit Leonie und Fiona an Arbeit reingesteckt habe, um alles zu dekorieren und alles perfekt zu machen? Und das werdet so blöde Jungs wie ihr uns bestimmt nicht ruinieren. Was? Nein, Schulball, Halloweenball, wir wollen da gar nicht hin. Wir haben gar nichts davon gesagt. Ihr zwei, ich hab euch im Auge und auf dem Kika. Ich kriege alles mit, was ihr plant. Und ich warne euch, keiner ruiniert meinen Schulball. Ich werde mit Sven dahin gehen und ich hab das coolste Kostüm. Und ihr werdet uns die Party nicht ruinieren. Oh Mann, Julian. Also Hannah meint das ganz schön ernst und die war auch ganz schön streng jetzt. Also, dass sie denkt, dass wir zwei netten Jungs einfach ihren Halloween-Ball ruinieren wollen. Also da hat sie was in den falschen Hals bekommen. Also, aber ich würde trotzdem sicherheitshalber sagen, wir halten uns weit entfernt von der Halloween-Party, oder? Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Wir machen unser eigenes Ding. Keine Lust an Halloween in die Schule.
Schaut euch mal diese glitzlichen Gesichter an. Also ich glaube, alle sind von der Deko super fasziniert. Boah, guck dir mal die Spinne da oben an. Die sieht so echt aus. Boah, Justin, schau mal. Voll der coole Kürbis. Wow, diese Spinne, die sieht ja voll cool aus und voll gruselig. Da müssen wir uns ja aufpassen. Das ist echt eine richtig coole Deko. Also ich muss sagen, Hannah, Fiona und Leonie haben wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Und das sind Schüler meiner Klasse. Also das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe die unterrichtet. Ja, also ich bekomme schon richtig Halloween-Stimmung. Also da habe ich Lust, mich zu verkleiden und direkt so auch Süßigkeiten sammeln zu gehen. Da kommt wirklich das Kind aus mir raus. Ja, also ich mag auch Halloween sehr. Das ist immer lustig. Und dass wir dieses Jahr ein ganz besonderes Halloween feiern, da bin ich sowas von für. Das freut mich sehr. Das freut mich, dass es gefällt. Wir müssen jetzt aber noch darüber reden, wer denn jetzt eigentlich die Schulaufsicht macht. Ich würde sagen, Herr Ritter und Herr Maritim, ihr könnt ja oben auf die Schüler aufpassen, während Frau Pink und ich hier unten aufpassen. Also ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von Halloween. ich fände es super, wenn ich da vielleicht rausgenommen werden könnte aus diesem Plan der Aufsicht. Außerdem habe ich ja dieses Puzzle noch zu erledigen, wovon ich schon berichtet hatte. Kommen Sie schon, Frau Pink. Das ist eine Party für Kinder. Das ist so gruselig, kann es doch gar nicht sein. Und so schreckhaft können sie auch nicht sein, oder? Oh, das ist ja bestimmt lustig, wenn wir ein bisschen hier mit den Kindern Spaß haben. Also ich werde auch auf jeden Fall da sein. Und so gruselig sieht das auch nicht aus. Frau Pink, Sie sind ja eine erwachsene Frau. Also wie gesagt, es wäre wirklich schön, wenn jeder Lehrer dabei ist. Also auch Sie, Frau Pink. Ach, wie lange soll denn diese Deko noch bleiben? Ich finde die wirklich fürchterlich, muss ich sagen. Wäre doch super, wenn wir die bald abhängen können und hier lieber ein bisschen Blumen schmücken könnten. Boah, was soll denn da? Ist diese Schlange etwa echt? Das ist ja eine Riesenkobra. Wer hat die denn da? Also, wie kommt die da hin? Ist die entbüxt aus dem Zoo oder was soll das hier? Nein, Frau Pink, das ist nur Deko. Und, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie sich von einer Statue so erschrecken lassen. Und schauen Sie mal da oben, das ist eine Riesenspinne, die ist auch nicht echt. Auf jeden Fall wäre ich sehr froh, wenn hier ganz schnell alles wieder weg ist nach dieser Halloween-Party, sodass man, wenn man hier am 1. November, wo ja eigentlich Feiertag ist, hinkommt, alles wieder beim Alten ist. Also, ich würde das gerne noch ein bisschen alles hängen lassen, so 1, 2, 3 Tage. Was? So lange? Um Gottes Willen. Also dann würde ich dafür sorgen, dann würde ich höchstpersönlich dafür sorgen, dass direkt nach der Party alles abgehangen wird. Also werde ich doch hier sein und die Nachtschicht übernehmen. Ja, also das freut mich zu hören. Also da werden wir bestimmt eine Menge Spaß haben hier an Halloween. Spaß an Halloween? Auf gar keinen Fall. Boah, Louis, schau dir das mal an. Wie cool ist das dekoriert? Also jetzt weiß ich, was Hannah gestern gemeint hatte, dass wir die Party nicht ruinieren sollen mit unseren Streichen. Ja, also es sieht mega cool aus. Also, ich finde zwar immer noch eine Frechheit, dass ihr meint, dass wir die Party ruinieren wollen, aber das werden wir auf jeden Fall nicht machen. Wie cool das hier geschmückt ist. Also, wir können ja auf jeden Fall jetzt zu Hannah gehen und ihr sagen, dass ich keine Sorgen machen soll wegen der Party. Und vielleicht können wir ja auch hier hin, oder? Was meinst du? Ja, mal schauen. Vielleicht nach unseren Streichen können wir hier hinkommen und dann vielleicht ein bisschen mit den anderen Schülern spielen. Hey Hannah, hey Leonie, hey Fiona. Also wir wollten sagen, ihr habt das echt cool dekoriert und das sieht echt schön hier aus. Also so sollte die Schule eigentlich immer aussehen. Ja, das freut uns, dass es Ihnen gefällt. Danke für die Worte. Und außerdem haben wir schon gehört, Hannah hat uns erzählt, dass ihr unsere Party mit euren blöden Streichen crashen wollt, aber nichts da. Genau, ihr ruiniert uns nicht unsere Party. Was Mädels, jetzt entspannt euch mal. Wir wollen gar keine Streiche spielen. Das hat Hannah alles falsch verstanden. Also ich habe hier nichts falsch verstanden. Jungs, macht einfach bloß keine Streiche und lasst uns einfach in Ruhe. Mädels, Abmarsch. Ich hab euch im Auge. Genau, und in meinen Augen, da seid ihr auch. Aber viel Spaß. Oh Mann, die verstehen ja echt keinen Spaß. Also, die Halloween-Partys sind anscheinend mega wichtig. Ich meine, das wäre es uns ja wahrscheinlich auch, wenn wir so viel Arbeit reingesteckt hätten, die Schule so cool zu dekorieren. Ja, also, ich glaube, es ist wirklich gut, dass wir keine Streiche an die drei machen. Ich meine, ich will es mir am Ende mit denen nicht verscherzen. So wie die drauf sind? Ja, ich auch nicht. Deshalb, ich glaube am besten, wir suchen einfach das Weite, gar nicht hier hinkommen. Dann kann uns auch keiner was in die Schuhe schieben, weil ich glaube, hier wollen noch ein paar mehr Leute Streiche spielen. Ja, so sehe ich das auch. Und wenn wir nicht hier sind, dann sind wir auch nicht die Schuldigen. Ganz einfach. Guten Morgen, Julian. Na, gut geschlafen? Morgen, Mama. Ja doch, ich habe sehr gut geschlafen. Und ich bin echt fit. Also ich freue mich heute echt auf die Schule. Also normalerweise selten, aber heute ein bisschen mehr. Du, ich wollte fragen, ob ich heute was anderes frühstücken kann, außer Müsli. Ja klar, was möchtest du denn haben? Ich kann dir alles machen, was du möchtest. Vielleicht eine Scheibe Brot? Ja, kann ich eine Scheibe Toast mit Spiegelei bekommen? Das wäre echt super. Oh, also ich muss jetzt echt schnell mein Kostüm raussuchen. Wo ist es denn bloß? Hier,
Nee, hier habe ich schon geschaut. Hm, vielleicht hier in der Box? Nee, hier auch nicht. Das ist seltsam. Ich frag mal Mama. Hm, vielleicht weiß sie ja, wo es ist. Hey Mom, weißt du vielleicht, wo mein Kostüm ist? Guten Morgen, Hannah. Du bist aber gestresst am frühen Morgen. Welches Kostüm? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, mein Halloween-Kostüm. Wie kannst du das denn vergessen? Ach, Hannah, da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Nein, ich habe nichts gesehen, aber immer mit der Ruhe. So weit kann es doch nicht sein. Mann, wo ist denn mein Kostüm? Vielleicht hast du es ja doch weggeräumt oder vielleicht ist es in der Wäsche oder so. Hannah, nein, ich habe dein Kostüm nicht angerührt. Jetzt entspann dich doch mal. Wir werden es schon finden. Ich brauche das aber jetzt und es ist wirklich dringend. Ich brauche es wirklich jetzt, nicht später und nicht irgendwann. Hannah, entspann dich mal. Mama macht dir leckeres Frühstück und du meckerst sie so an. Hör mal auf damit. Also misch du dich mal nicht ein. Und was willst du überhaupt? Wahrscheinlich hast du noch mein Kostüm geklaut. Gib's doch zu, Julian. Oh Mann, echt immer so ein Chaos hier mit euch. Ich gehe in mein Zimmer. Ich habe keine Lust und keine Zeit hier zu diskutieren. Ach, herrje, was ist denn mit Hannah los? Ich glaube, sie ist ein bisschen gestresst wegen dem Halloween-Ball. Sie organisiert das ja und die dreht da ein bisschen am Rad, muss ich sagen. Hä? Aber das ist ihr echt wichtig und da versteht sie auch wirklich keinen Spaß. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ach, ich finde das ja super, dass sie den Ball mit organisiert, aber ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu viel Stress für Hannah. Ja, auf jeden Fall. Aber Mama, kann ich etwas sagen? Ich glaube, ich weiß, wo Hannahs Kostüm ist. Ich habe letztens mit Emma Entkomme vor der Luxusvilla gespielt, also eine Real-Life-Phobie. Und dann habe ich ihr Kostüm da weggepackt und auf den Boden gelegt, und um da eine Schatzkarte zu verstecken. Und dann ist auf einmal das Kostüm verschwunden. Okay. Ja, Julian, da sagst du aber was. Also, da fällt mir gerade auch was ein, da muss ich dir auch was verraten. Also, ich war neulich in Hannas Zimmer und da habe ich auf dem Boden Wäsche gesehen. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, das Kostüm war eventuell vielleicht doch dabei. Zusammen mit den Handtüchern. Naja, und dann habe ich alles in die Waschmaschine gesteckt, auf 60 Grad gewaschen und ich glaube, das Kostüm ist etwas eingelaufen. Und naja, das ist jetzt so klein, das passt jetzt nicht mal mehr Emma. Also, ich habe mich schon gewundert, ich dachte, das wäre irgendein Laken und oh je, was machen wir denn jetzt? Oh oh, Mama, da haben wir ja beide ein sehr unangenehmes Geheimnis. Das darf man auf keinen Fall erfahren. Weißt du was, Julian? Das bleibt am besten unter uns, dieses kleine Geheimnis. Lass es bloß nicht Hannah wissen. Das wird ihr gar nicht gefallen. Was ist, wenn sie weiter nach ihrem Kostüm sucht? Ich meine, wie sollen wir das erklären? Sie wird eh mich beschuldigen. Weißt du was, Julian? Wir sind ja beide irgendwie schuld. Ich werde gleich auf jeden Fall einkaufen gehen und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht ein anderes Kostüm finde oder am besten eins, was so ähnlich aussieht. Oh, das wäre super. Und ich lenke sie ab so, damit du das dann zurück in ihr Zimmer legen kannst, dass sie es vielleicht einfach selber verlegt hat und nicht gefunden hat. Und dann gebe ich dir ein bisschen Rückendeckung. Super, der Plan könnte funktionieren. Ja, der wird auf jeden Fall funktionieren, Mama. Du arbeitest mit Julian Vogel zusammen. Mit mir funktioniert jeder Plan. Also ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen aufregend, so ein kleines Geheimnis zu haben. Jetzt weiß ich, warum er so oft Pranks macht. Ja, Mama. Willkommen in Julian Vogels Welt. Oh Mann, dieser Morgen, der war wirklich grauenvoll. Oh, wenigstens jetzt ein ganz normaler Schultag. Und hier läuft mit Sicherheit alles nach Plan, so wie wir das alles geplant haben für den Halloween-Ball. Hannah, wir müssen dir unbedingt was sagen, es ist wirklich wichtig. Immer mit der Ruhe, was ist denn jetzt los? Irgendjemand hat hier letzte Nacht einen richtig, richtig fiesen Streich gemacht. Ja, der war wirklich super fies. Hey Louis, na, alles klar? Ja, hey Julian, ja, schau dich mal um. Hast du schon gesehen? Irgendjemand hat hier einen mega Streich gemacht. Und ich glaube, das wird den Mädels nicht gefallen. Also, Hannah wird da, glaube ich, mega sauer sein. Nee, ich habe noch nichts gesehen. Oh, was? Jetzt sehe ich's erst. Oh, oh. Wer hat das denn wohl gemacht? Ja, also, sehr gute Frage. Okay, aber was ist denn passiert? Schau dich mal in der Schule um. Was ist denn hier los? Ah, wer war das? Was soll das? Überall ist ja ekliger Glibberschleim. Wer war das? Wer macht denn sowas? Unsere ganze Deko ist ruiniert. Ist das ekelhaft? Ih, das kommt ja von den Wänden überall runter.
Unsere Party ist versaut. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist wirklich überall. Sogar das Skelett hat was abbekommen. Hannah, wir haben auch schon überlegt, wer das gewesen sein könnte, aber uns ist niemand eingefallen. Wir wollen ja auch niemanden, ja, einfach so beschuldigen. Moment, ich weiß ganz genau, wer das war. Da muss ich nicht lange überlegen. Ihr zwei da hinten bleibt stehen und dreht euch sofort um. Hm? Julian und Luis. Hannah, was ist denn los? Wieso bist du so sauer auf uns? Das wisst ihr ganz genau, wieso ich sauer bin. Ihr habt doch letztens gesagt, ihr wollt hier irgendwelche Streiche spielen. Wisst ihr das noch? Ja, genau, das habt ihr gesagt. Nein, Hannah, wir waren das nicht. Wirklich nicht. Wir wollen doch nicht deine Party ruinieren. Und vor allem, wann hätten wir es machen sollen? Also ich glaube euch kein Wort. Ihr habt bestimmt gestern nach Schulschluss, wo keiner mehr hier war, aber nur noch ihr, habt ihr die ganze Schule verunstaltet. Hannah, nein, ich war doch gestern die ganze Zeit zu Hause mit Mama und Papa. Die können das doch bezeugen. Und vor allem, wann soll ich denn rausgegangen sein? Ja, und außerdem, ich war gestern mit meinen Eltern essen und die können es auch bezeugen, dass ich das nicht war. Sowas würden wir doch nicht tun. Dann habt ihr euch nachts rausgeschlichen, um das zu machen und seid in der Schule eingebrochen? Na, das ist ja noch viel schlimmer. Kinder, da seid ihr ja. Na, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ist die Schule ziemlich versaut. Ich hoffe, wir finden den Übeltäter schnell. Und es ist ja auch nicht mehr lange zum Schulball. Ach, der steht jetzt natürlich auf der Kippe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch alles so hinhaut. Wir wissen genau, wer das war. Das waren Julian und Luis. Da müssen sie nicht noch den Übeltäter finden. Wir haben sie schon gefunden. Ja, genau. Das waren die beiden hier. Diese beiden sind so gemein. Das glaube ich nicht, Hannah. Also, der Hausmeister hat mir gesagt, als er gestern die Schule abgeschlossen hat, um gegen 21 Uhr etwa, da war hier noch alles normal. Also, das muss danach passiert sein oder heute Morgen sehr früh. Siehst du, Hannah, ich habe es doch gesagt. Um 21 Uhr, da habe ich mit Mama und Papa Fernsehen geguckt. Und wenn die Schule abgeschlossen war, wie hätten wir hier reinkommen sollen? Und heute Morgen hast du ja auch gesehen, dass ich noch gefrühstückt habe. Aber wenn ihr das nicht wart, wer soll das sonst gewesen sein? Ja, das hätte ich auch gern gewusst. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, noch den Übeltäter zu finden. Den werden wir schon finden und ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Schule wieder sauber wird, weil ansonsten kann die Party leider nicht steigen. Also wir drei, wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass diese Party stattfindet. Also wir werden hier auch sauber machen, also Spaß macht uns das nicht, aber wenn es sein muss... Ja, wisst ihr was? Und damit ihr uns glaubt, dass wir das nicht waren, wir wollen ja auch, dass die Party stattfindet, auch wenn wir da nicht hingehen. Aber wir werden auch auf jeden Fall helfen. Das klingt gut. Dann seid ihr schon mal zu fünft. Und zu fünft geht das deutlich schneller. Das würdet ihr machen? Ach, das ist wirklich lieb. Aber ich habe euch beiden trotzdem noch im Auge. Der Halloween-Ball wird auf jeden Fall stattfinden. Komme, was wolle. Stopp, stopp, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!